Hallo und herzlich willkommen zum inzwischen 32. Teil der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Das Kennedy-Ritual Teil 3. Und wer vorher gedacht hätte, wir kommen so mit 25 bis 30 Teilen aus und später gedacht hat, wir kämen so mit 40 bis 50 Teilen aus, muss ich sagen, tut mir leid, ihr habt hier anscheinend ein Dauerabo gelöst. Es liegt nicht nur an mir, sondern es liegt letzten Endes an meinem Bestreben, die Wahrheit herauszufinden und hinter die Kulissen zu gucken, da wo eventuell kaum einer bis jetzt mal irgendwie hintergeguckt hat. Und ich habe keine Lust, mich von irgendeinem Teppich abschrecken zu lassen, unter dem irgendwie Staub liegt, sondern dieser Teppich muss eben aufgerollt werden. Man hustet, man schnaubt ein bisschen, aber dann plötzlich ist man ganz erstaunt von dem, was man da findet. Und ich hoffe, dass meine zwei Mitstreiter heute Abend genauso neugierig sind wie ich. Es gewesen bin, zumindest als ich dieses Skript gemacht habe. Und zum Ersten habe ich jetzt hier aus Deutschland die Stefanie, die ihr schon vom letzten Mal kennt, die jetzt hier auch von Anfang an eingeschaltet ist und gar nicht weiß, was sie erwartet. Guten Abend, Stefanie. Guten Abend, lieber Michael. Ich würde es heute Abend gerne biblisch machen und dem Jörg zuerst das Wort lassen. Ach ja, ob das jetzt biblisch ist oder nicht. Also, das sagtest du letztes Mal. Ja, ich habe gesagt, ich hab gesagt, Ladies first, dieses Ding da von Knigge. Knigge war ein Jesuit, also muss man sich nicht unbedingt dann halten. Nein, jetzt mal ganz kurz eben zu der Sendung hier. Also in der Bibel steht geschrieben, und das ist der Augenblick, auf den ich mich unglaublich freue, nicht in diesem Leben, sondern im nächsten, wenn alle Taten, die versteckt sind, sowohl die guten als auch die schlechten, aufgedeckt werden. Und jetzt ohne dir zu nahe treten zu wollen, Michael, aber du kannst dir alle Mühe der Welt machen. Die Wahrheit, die Jesus Christus uns in dem Augenblick offenbaren wird, die kannst du hier auf dieser Welt überhaupt nicht offenbaren. Ja. Da haben wir gar nicht die Mittel zu. Aber das ist für alle. Keiner behauptet, es geht ja nur darum, dass. Natürlich, das ist ja auch keine Kritik. Ist ja auch keine Kritik, verstehe mich nicht verkehrt. Ich will damit nur sagen, das ist doch für alle, die wir Christen sind, die wir wiedergeboren sind und die wir vom Heiligen Geist uns in die Wahrheit leiten lassen, vor allen Dingen durch das Bibelstudium, eine unglaubliche, beruhigende Tatsache, dass wir die Hoffnung haben, dass wir eines Tages all diese Geheimnisse kennen. In der Zwischenzeit, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, wollte ich mich dafür bedanken, dass du mit deinem unermüdlichen Einsatz dafür sorgst, dass zumindest so viel, wie man hier rausfinden kann über solche Dinge, du den Menschen durch deine Studien schon mal mitteilst. Ja, also es war überhaupt nicht irgendwie negativ gemeint, im Gegenteil, es war positiv gemeint, man muss sich nur ausreden lassen. So, jetzt werde ich gerne die Stefanie, würde ich dann gerne mal hören. Hat so eine schöne Stimme. Oh, danke schön. Ja, ich kann mich da auch eigentlich New York anschließen. Es ist großartig, was du da alles aufdeckst und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich möchte auch gar nicht jetzt lange mit viel reden noch weiter die Zeit rauszögern. Ich würde sagen, wenn du soweit bist, leg bitte los. Ja, vielen Dank, ihr beide. Das ist letzten Endes so, dass es einfach auch für mich frustrierend ist, weil es viele Ecken gibt, wo man hier in der Untersuchung überhaupt nicht weiterkommt. Das hat damit zu tun, dass Beweise einfach nicht da sind, beziehungsweise Sachen, die auf Beweise verweisen, einfach mittlerweile weg sind, gelöscht sind, zensiert sind, weg einfach, nicht zu finden. Und das ist einfach das, da muss ich dir mal kurz ins Wort fallen, Michael. Das erinnert mich an die Sache, mit der ich mit Gerald letztens gesprochen habe. Du kennst ja Gerald, der mit mir jetzt diese neue Serie über die modernen Kriege macht und der ja auch unglaublich viel recherchiert. Der holt immer Papiere davor, da sage ich, wo hast du das her und wo kommt denn sowas alles her? Und dann sagt er, das alleine ist nicht nur die große Frage, sondern vor allen Dingen, an wie viel komme ich nicht dran? Da sind so unglaublich viele Dinge, die inzwischen verschwunden sind. Gewohnt, pitschiputsch, verschwunden, die Bus, kommst du nicht mehr ran, gibt's nicht mehr. Die oftmals wichtig sind, um ein noch besseres Verständnis für bestimmte Dinge zu haben. Ich glaube, es war Voltaire, wenn ich mich nicht irre. Ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, aber der hat, glaube ich, so im 18. Jahrhundert die Aussage gemacht, im 16., 17. Jahrhundert gab es über 6000 Bücher über den Jesuitenorden. Und zu seiner Zeit, als er das sagte, gab es vielleicht weniger als die Hälfte noch. Ja? Und wie viele Bücher über den Jesuitenorden, und vor allem kritische Bücher darüber, haben wir heute? Und wie viele YouTube-Kanäle haben wir, die so kritisch sind wie du, die solche Dinge wie die Jesuiten, die katholische Kirche, den Luziferianismus der Freimaurer, den Satanismus der römisch-katholischen Kirche auf die Art und Weise aufdecken wie du. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, selbst mit einer Hand hätte ich immer noch Finger übrig, wenn ich zählen wollte. Nicht viel. Und nur mal eben, um dir ein bisschen damit den Rücken zu stärken und um zu sagen, schau,
Es gibt halt so viele Dinge, die wir nicht wissen, die wir einfach nicht wissen können, weil uns die Information vorenthalten wird. In einem der letzten Videos, ich glaube, es war diese Verschwörungsserie, hat, glaube ich, einer im Chat mal geschrieben, im Live-Chat war es, glaube ich, im Vatikan sind so unglaublich viele Dinge da in der Vatikan-Bibliothek, weißt du, die angeblich ja im Keller des Vatikanes, was nicht da in den Geheimarchiven alles drinsteht. Da habe ich ihn nur gefragt, ja, warst du da? Woher weißt du das? Da werden Dinge behauptet, wo wir überhaupt keine Beweise für haben. Und das ist das Schöne an dieser Serie. Du kannst die Dinge, die du sagst, hier alle untermauern. Das geht einigen vielleicht nicht weit genug, was du sagst, aber du sagst auch nur das, was du mit Beweisen festmachen kannst. Und das finde ich hier gut an dieser Serie. Das ist im Grunde auch das, was der Titel von dieser Serie verlangt. Was sagt die Bibel über Verschwörungen? Die Bibel sagt, dass man die Wahrheit sagen muss. Und Martin Luther hat gesagt, du bist nicht nur verantwortlich für das, was du sagst, sondern auch für das, was du nicht sagst. Aber das ist auch nur dann, wenn du etwas wissentlich weglässt. Du tust es nicht, aber du bist in dem Wissen und wir sind alle in dem Wissen, dass wir wissen, dass man nicht alles sagen kann, weil man einfach nicht alle Informationen hat. So, das dürfte jetzt reichen. Das Problem ist einfach, dass man von vielen Geschichten wirklich vor die Wand läuft, weil, wie gesagt, die Sachen nicht offen sind. Ich kann ja nicht mal eben nach Dallas fahren, das ist ja hier ein freiwilliges Projekt, auch mal eben da vor Ort mal eben gucken und Sachen ausmessen, mich in die Stadtbibliothek setzen, mit Leuten reden und da jetzt ein halbes Jahr in Dallas dann verbringen, dann hätte ich wahrscheinlich noch eine ganz andere Idee zu vielen Dingen. Aber das geht eben nicht. Ich muss mich ja eben hier mit den Mitteln beschränken, die ich von mir vom Computer aus machen kann und vor allen Dingen von dem, was ich eh schon weiß und auch alles, was ich wüsste dazu zu sagen. Kann ich nicht sagen, weil ich viele Dinge nicht beweisen kann und andere Dinge, die ich vielleicht sagen wollen würde, nicht gehen, weil ansonsten gewisse Mechanismen auf den entsprechenden Plattformen losrattern, die dann halt einfach dieses Video dann irgendwo zerstören wollen oder dann auch wiederum zensieren wollen. Und das ist halt einfach so eine völlig frustrierende Situation. Nur wir müssen halt einfach zufrieden sein mit dem, was wir haben. Es gibt andere Länder, da ist noch nicht mal das Ausstrahlen dieser Sendung möglich. Also von daher fangen wir mal an. Das Kennedy-Ritual Teil 3. Es geht weiter mit dem ganzen Schlamassel. Aber nicht, bevor ich nicht eine Sache hier los. Diese Folge soll eigentlich lauten: Der König wird geopfert. Ich hoffe mal, ich komme noch dazu. Und dann gehen wir mal los mit dem ganzen Schlamassel. Ich habe diese Woche in einem der Foren, die ich besuche, habe ich heute diese Aussage gefunden, die ich super fand. Sorry, du bist der Freak. Du hast einfach den Zeitgeist verschlafen. Fakten sind voll 20. Jahrhundert. Jetzt geht es um Haltung. Um Ideologie. Wenn du mit deiner realistischen Weltsicht um die Ecke kommst, dann kannst du doch heute keine Akzeptanz erwarten. Werde mal erwachsen und lass dir von den grünen Sternchen innen die Welt erklären, dann kommst du auch wieder klar. Oder ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst. Ja, Fakten ist voll out. 20. Jahrhundert. Fakten sind voll out. Geht nur um Haltung, Ideologie, damit du weiterkommst, damit du dem Mammon dienst und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, stopp, ist überhaupt nicht meine Welt, ist nicht meine Welt, aber ich fand den Satz hier so toll, oder? Ich fand den Satz richtig toll. Wir sind hier nicht auf dem Traumschiff. Wir sind in einem biblischen Kanal. Und wir sind auch überhaupt nicht daran interessiert, irgendwelches Südholz hier zu raspeln. Wir sind auch nicht in der Schwarzwaldklinik. Und wir sind schon gar nicht in der Lindenstraße. Ich bin hier dafür da, um Menschen vielleicht am Beispiel von John F. Kennedy zu sehen oder zu beweisen, wie die Verbindungen zwischen Medien, Politik und Kirche überhaupt sind. Und das macht ja sonst keinen Sinn, auf einem biblischen Kanal einfach nur die Politik zu bearbeiten. Also verabschiedet euch bitte, dass wir jetzt hier irgendein seichtes Programm machen. Was wir hier zeigen, sind Sachen, die teilweise unter die Gürtellinie gehen. Aber es geht anscheinend nicht anders, um manchen Menschen halt einfach die Zusammenhänge dann da mal zu schildern. Es geht hier nach wie vor immer noch um einen Mord an einem Menschen, der eine Familie hinterlassen hat, bitteschön. Ja? Und deswegen ist das Leben eben kein Ponyhof. Auch wenn manche Leute das gerne hätten, so nach dem Motto, oh ja, ich habe dolle Einschaltquoten, die Einschaltquoten interessieren mich nicht. In der Bibel steht drin, dass die wenigen, die in der Wahrheit interessiert sind, auf einem schmalen Pfad wandeln. Und deswegen werden wir nie irgendwelche wahnsinnigen Zahlen haben. Und das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass irgendjemand mal sagt, stopp, Leute, ist eigentlich alles ganz anders. Also, Leben ist kein Ponyhof. Verabschiedet euch bitte vom Ponyhof, weil wir gehen jetzt hier in die reale Welt. Im Travelbook heute: Burj Khalifa und der Tower in Dubai Creek. Der Vergleich der Rekordgebäude. Der neue Superturm, der jetzt hier gebaut werden soll in Dubai.
soll seine künftigen Besucher und Bewohner mit Gärten locken, die von einem der antiken 7 Weltwunder inspiriert sind, nämlich den hängenden Gärten von Semiramis. Außerdem soll der Wolkenkratzer über Balkon verfügen und so weiter, die rotieren werden und so weiter und so weiter und so weiter. Toll, ne? Also wird dieses neue Symbol mit einer Spitze, wie das schon fast aussieht wie so ein Obelisk, wird jetzt hier irgendwann hochgezogen, der Superturm, fast 1000 Meter hoch. Mit den hängenden Gärten der Semiramis. Was sie euch nicht erzählen, ist Folgendes. Die hängenden Gärten der Semiramis, auch die hängenden Gärten von Babylon genannt oder Babylon genannt, waren nach den Berichten griechischer Autoren eine aufwendige Gartenanlage in Babylon am Euphrat. Sie zählten zu den 7 Weltwundern der Antike. Semiramis, nun mal zum Beispiel, ist die Gattin von Nimrod. Nimrod ist derjenige, der den Tower, den großen Turm zu Babel bauen wollte, der bis an den Himmel reicht, um sich Gott gleich zu machen, und der dann letzten Endes dann gestorben ist und dann angeblich dann wieder ein Evergreen wurde und zwar dieselbe Geschichte wie Osiris und damit dieselbe Geschichte wie der Phallus bzw. der Obelisk am Didi Place oder Didi Plaza in Dallas. Also da seht ihr jetzt, hier ist kein Zufall, dass man jetzt hier ein Symbol hat von Nimrod aus Babylon, was man dann kombiniert mit den hängenden Gärten seiner Frau, Semiramis, die Frau von Nimrod. Das ist aktuell. Das ist noch nicht gebaut. Das ist aktuell. Und ihr erzählt mir oder irgendjemand erzählt euch, von wegen ist alles alter Kram. Warum machen die das denn dann? Das ist doch genau dieselbe Blasphemie, genau dieselbe Geschichte, die damals in der Bibel in Genesis 11, Kapitel 11, 1. Mose 11 abgegangen ist, wovon die Freimaurerei ihren Namen bzw. den Bezug zu der Ziffer 11 hat. Die hängenden Gärten von Semiramis, eben den neuen Superturm. Herzlichen Glückwunsch. So mal eben zu aktueller Geschichte, Politik, aktueller Geschichte, die letzten Endes jetzt hier genau die Bibel widerspiegelt. Sonst gar nichts. Und das ist das Problem. Manche Menschen verbinden einfach nicht aktuelle Geschichten mit irgendwelchen Dingen, die schon längst gemacht worden sind oder die längst schon angekündigt worden sind. Im Jahre 2022, wo wir gerade sind, gibt es Menschen, die überleben wollen. Dieser Schauspieler hier, Charlton Heston, ja, der war Träger Militärgeheimnisse. Und der hat beispielsweise Mose gespielt in den 10 Geboten, wo natürlich dann hier sein Bruder Aaron und so weiter dann hier das goldene Kalb geschaffen hat. Ne? Auf dieses goldene Kalb kommen wir im Laufe dieser Sendung noch zu. Aber wir haben hier beispielsweise eine Ankündigung von ungefähr 50 Jahren vorher, die Situation in 2022, dass es da also Aufstände gäbe und dass also Menschen Probleme haben, Hungerprobleme haben, weil es Überbevölkerung gibt. Da habe ich mir gedacht, das ist doch komisch. Ne? Dieser Film kam kurz darauf hinaus, nachdem der Club von Rom, da wo der Papst regiert, der Club von Rom, da eben so eine Aussage gemacht hat, das Ende des Wachstums und wir werden alle eine Überbevölkerung haben. Da kommt dann so ein dystopischer Film heraus. Ja, ist schon toll, ne? Oder nicht toll. Über Soylent Green, ja, im Jahre 2022. So, und Soylent Green ist angeblich eine grüne, lecker schmeckende Gedönsdings da irgendwo. Und man hat dann später herausgefunden in dem Film, dass also Soylent Green die Leute dann satt macht und dass alle Leute hinter diesem Futter hinher sind. Niemand aber angeblich weiß, wo dieses Futter herkommt. Im Jahre 2022 geht ja schon wieder um New York. Ne, da mit den 2 Towern früher, jetzt mit dem einen, die angeblich dann 40 Millionen Einwohner hätten. Also es geht hier tatsächlich um Überbevölkerung. Ne? Das geht ja ganz klar daraus hervor. Dieser Film ist von Anfang der 70er Jahre. Und später hat man nämlich dann rausgefunden, dass Soylent Green eben People ist, also solch Kannibalismus. Ne? Leute werden umgebracht, Leute werden beiseite geschafft und dieses Fleisch oder dieses, was da überbleibt, eben, das wird dann eben an den Leuten verfüttert. Kannibalismus, nichts anderes. Und dann sagt die Welt auch noch zu mir, dass die Gegenwart die Ökodystopie einholt. Das ist interessant. Ja? Das ist interessant. Eine Vorgängerband der Ärzte hieß Soylent Grün, ist ja interessant. Aber noch interessanter ist eben, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt eben zu einer aktuellen Situation, wo also auch Menschen vielleicht unwissentlich Menschen eingepflanzt bekommen. Glaubt ihr nicht? Glaubt ihr wirklich nicht? Glaubt ihr jetzt? Der Herr Stanley Plotkin hat in einer 9 Stunden langen Zeugenaussage unter Eid, wenn ihr auf die Wissenschaft hofft, werdet ihr enttäuscht werden. Darf ich mal kurz was dazu sagen? Ja. Also erstens mal das Interview, oder was ich sage, diese Deposition, die Erklärung von dem Plotkin, die findet man auf meinem BitChute-Kanal. Und da gibt es auch ein Skript dazu. Das ist ja oftmals sehr schwierig mit den Termen. Aber alles, jedes Wort, das gesprochen ist, wurde aufgeschrieben. Und da gibt es ein PDF dazu. Das ist auf meinem Archive, auf meiner Archive-Bibliothek. Das kann man sich runterladen und dann kann man, während das Video läuft, auf einem kleineren Schirm daneben das Skript mit runterscrollen und kann mitlesen und kann sich dann auch darüber informieren,
welche Krankheiten der jetzt gerade drüber spricht, weil der hat teilweise Ausdrücke gebraucht, sage ich von, oh, warte mal, muss ich erstmal nachgucken, um zu wissen, welche Ausdrücke das sind. Man kennt ja nicht immer diese ganzen Krankheiten und solche Sachen, die englischen Ausdrücke, sondern eher vielleicht die deutschen, und das ist dann schon ganz hilfreich. Zu dem Kannibalismus, ich habe vor einigen Jahren, ich meine, es müsste jetzt ungefähr 3 Jahre her sein, eine Sendung gemacht, eine Serie gemacht über die Evolution versus Kreation mit dem Bruder Maximilian in der Zeit. Und da hatten wir auch in einer Sendung darüber gesprochen, dass es da wohl so einen schwedischen Wissenschaftler gibt, der Kannibalismus befürwortet und promoviert in unsere Welt jetzt hinein. Also schon vor einigen Jahren. Da könnte man ja mal schauen, wenn man die Spielliste hier mit in die Videobeschreibung mit rein, und dann kann man sich das raussuchen. Da sind ja nur 10 Videos oder so, wie wir gemacht haben, nicht so viel. Und da ist das mit drin. Ne? Mhm. Ich kann das ja vielleicht während der Sendung nochmal eben raussuchen, aber das wollte ich nochmal eben dazu ergänzen. Ja, vielen Dank. Das ist, wie gesagt, ein Thema, was jetzt nicht 4 Jahre irgendwie alt ist, sondern ein Thema, was eigentlich brandaktuell draußen herrscht. Das war ja noch im Jahre 2018 noch gar nicht akut für viele Menschen. Aber jetzt im Augenblick haben wir eine Situation, wo eben viele Dinge draußen sind, die unter Geheimrezeptur laufen und wo eben keine Transparenz herrscht. Und ich finde halt einfach, dass wenn man ein Produkt verkauft oder anpreist, dann muss man auch letzten Endes dafür gerade stehen und dann auch transparent sein und sagen, das und das und das habt ihr dann zu erwarten, das und das bekommt ihr dann. Aber da bin ich wahrscheinlich dann auch aus dem 20. Jahrhundert, ne, weil ich irgendwelche Fakten suche. Aber Fakten ist ja anscheinend für die meisten nicht interessant, habe ich ja gelesen, sondern das sind Meinungen und Ideologien, die heutzutage einen weiterbringen. Herzlichen Glückwunsch. Dann könnt ihr euch mal vorstellen, wo ihr dann da landet mit eurer Ideologie. Jetzt muss ich mal etwas sagen. Ich habe es nachgeschaut. Es war Folge 11, Evolution rettet die Welt, esst euch selbst. Und da geht es um Magnus Söderlund. Hm. Das ist die Person, die... Und ich mache das jetzt mal eben so, Michael, dann kannst du ja sehen, ob du das gerne reinblenden möchtest oder nicht. Ich habe da ein paar Links dazu in der Sendung und die werde ich hier mal eben in den Chat rein kopieren. Und dann kannst du ja sehen, ob du sie jetzt aufmachen möchtest oder nicht, vielleicht kurz drüber sprechen. Okay. Ja, danke dafür. Wie gesagt, das war so ein Thema, was jetzt in diesem Jahr wegen dem Film 2022 sicherlich nicht an Aktualität verloren hat. Wenn ihr von der Wissenschaft irgendwelche Hilfe erwartet, dann herzlichen Glückwunsch. Hier habt ihr beispielsweise eine Studie des Massachusetts Institute for Technology. Das ist jetzt nicht irgendwie so dritte Liga. MIT. Mit 3,8 Millionen Abonnenten, die eben jetzt hier einen Vortrag hören von dem Patrick Winston. Ein kompletter Kurs, ne? Wie man eben spricht. Ne? Und guck mal, welche Symbolik der Mann da verwendet. Ist das nicht interessant? Und ich garantiere, die meisten seiner Studenten interessiert das nicht, die Bohne. Die interessieren sich letzten Endes nur für das, was der erzählt, und die affen alles nach oder machen alles nach, was eben der eine da vorturnt, und sagen, ich will eine gute Note haben, ich will meinen Bachelor of Arts haben, ich will meinen PhD haben, alles andere interessiert mich nicht. Und das ist der Inhalt, der da widerspiegelt. An der Tafel eines Universitätsprofessors, ja, ein satanisches Pentagramm, nichts anderes. Ja, das sind alles so die ganzen Geschichten, die heutzutage in der Psychologie und in den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern und so weiter, überall wird Satanismus reingebracht mit Evolutionstheorie und den ganzen anderen Kladderdraht. Ich will da nur mal eins sagen, also hütet euch vor der Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft ist letzten Endes immer auf falschen Grundannahmen aufgebaut, immer. Ja, die ganzen Verzweigungen, die sind dann alle ganz toll, die sind interessant, wenn euch für Lasertechnologie interessiert, dann stimmen auch die ganzen Wellenlängen und so weiter und so fort, aber die Grundannahmen sind einfach falsch von der ganzen Wissenschaft. Und Leute wie uns, wir, die werden dann halt einfach als Wissenschaftsleugner oder was weiß ich dann so diffamiert. Ein Argument gegen die Person wird aber letzten Endes nichts zum Thema beiträgt. Ne? Und das ist letzten Endes das genau, was es ist. Und das ist mir nur so vor die Füße gefallen bei der Internetrecherche diese Woche. Das ist ja nicht so, als wenn ich mich jetzt hier für den Professor oder für das Massachusetts-Institut irgendwie interessiert hätte. Und damit ist jetzt auch die kleine Wochenshow quasi beendet. Aber so sieht das aus, was die Studenten heutzutage mitbekommen. Im Kindergarten Satanismus, in der Schule Satanismus und in der Uni natürlich genau dasselbe. Und was erwartet ihr denn dann von jemandem, der dann über 20 Jahre diesem System indoktriniert wurde? Das ist doch dieselbe Geschichte wie bei den Jesuiten mit ihren spirituellen Übungen und mit ihrer extrem langen Ausbildung. Das ist doch nichts anderes, das Schulsystem. Und das Schulsystem kommt von den Jesuiten. Muss man doch einfach mal sehen und einfach mal benennen, so wie es ist in dieser Republik, wo man eben den Autoritäten zu gehorchen hat und überhaupt irgendwelche Standards und Regeln nie hinterfragt werden dürfen, als wären diese Menschen, die jetzt hier sind, nur aufgrund ihres Autoritätsstatus unfehlbar wären. Deswegen hat dieser Mensch, der jetzt auch hier drauf ist, einen unglaublich freundlichen Gesichtsausdruck.
Aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine Meinung. Wir kommen jetzt endlich mal zum Thema. Wir verlassen jetzt mal den Ponyhof und kommen dann tatsächlich zu einem Mord. Den Mord an den amerikanischen Präsidenten John Fitzgerald Kennedy. Und das war das erste Bild, wo ich gesagt habe, oh Leute, ernsthaft. Ja, da setzt man sich dann einfach dahin mit einer Zigarre im Mund, ne, und mit, hey, und man grinst dann da an die Kamera an einem Platz, wo jemand seinen Vater verloren hat. Es gibt keine Grenzen mehr, oder wie sagte ein bekannter deutscher Politiker, es gibt keine roten Linien mehr, aber meine rote Linie wäre hier schon längst überschritten. Aber gut, andere Menschen haben keine, ne? Wie beispielsweise unser Bundeskanzler, der hat keine. Das ist unglaublich. So. Kommen wir mal zu der ganzen Geschichte jetzt hier und rollen die ganze Geschichte jetzt mal da auf und alle scharren mit ihren Hufen und sagen, ich möchte endlich etwas über Kennedy wissen und nicht über amerikanische Rituale und was weiß ich alles. Okay, es geht jetzt hier über Kennedy, tatsächlich. Es geht erstmal um das Gebäude an sich, das Texas School Book Depository, ein ehemaliger Name eines Lager- und Bürogebäudes, natürlich an der Dealey Plaza, wo angeblich im sechsten Stockwerk nach amerikanischer Erzählweise der Lee Harvey Oswald derjenige gewesen wäre, der eben dann den John F. Kennedy erschossen hätte. Das Problem ist, in Deutsch kriegt ihr keine vernünftigen Informationen. Und es gibt schon wenig Informationen, die vernünftig sind. Und die wenigen, die ich finde, die sind schon schwer zu finden. Und die finde ich meistens im Englischen. Also rolle zurück auf die englische Seite des Texas School Book Depository. Hier steht drin, dass 1963 dieses Gebäude eben benutzt wurde als ein Aufbewahrungslager für texanische Schulbücher. Von dieser texanischen Schulbücher-Aufbewahrungsgesellschaft. Oswalds Vorarbeiter sozusagen, der Supervisor Roy Truly, damit auch der Mensch, der jetzt eben genau in diesem Gebäude dann halt da federführend war, der hat der Warren Commission, der Untersuchungskommission, gesagt, dass er eben den Oswald erst am 15. Oktober, also geschmeidige 6 Wochen vorher, eingestellt hätte. Und er hat sich dann dazu entschieden, ihn doch zu beschäftigen. Und deswegen hat er sich angeblich in Herrn Oswald ausgepickt. Das ist nicht ganz komplett richtig, aber das dauert unglaublich. Und das ist auch nur ein kleiner Nebeneffekt. Denn wir wissen ja, dieses Building, dieses Gebäude ist dafür bekannt, eine Plakette dran zu haben, wo hier drauf stand, dass aus diesem Gebäude angeblich, allegedly, Lee Harvey Oswald eben den Präsidenten erschossen hätte. Angeblich. Es gibt bis heute keine vernünftigen Beweise, außer eine Konkludierung und angeblich und irgendwelche sonstigen Wahnsinnigen. Ich habe Sachen gesehen, das kann ich hier nicht mehr bringen, um nicht irgendwelche Leute nachher hier bloßzustellen. Also Taxifahrer, die da Rundfahrten anbieten im Lidl Plaza und die eine völlig hanebüchene Geschichte erzählen und dann irgendwelche Sachen einspielen und dann da stehen bleiben und den Leuten irgendwas erzählen und die Leute bezahlen noch Geld für ihre eigene Indoktrination. Ich wollte jetzt nicht was an ein fieseres Wort sagen. Also es ist unglaublich, jeder hat irgendeine Meinung, aber kaum einer kann seine vertreten. Also eine Meinung zu haben kann ein Zweijähriger, der hat die Meinung, dass die ganze Welt ungerecht ist und er dauernd Hunger hat und dass er leiden muss und dass niemand ihn hört. Also das ist die Meinung eines Zweijährigen. Aber die Meinung eines 50-Jährigen ist teilweise, dass alles das, was aus den öffentlichen Medien kommt, ja absolut richtig sein muss. Ansonsten würden die Leute da ihren Job verlieren. Also unglaublich, unglaublich, wie naiv viele Menschen sind. Jetzt wird es aber schlimmer. Es gibt ja Seiten, die beschäftigen sich nur tatsächlich mit dem Texas School Book Depository. Und da habe ich eine Seite gefunden, die heißt jetzt hier Kennedy's King, Kennedy's and King. Die sagt zu mir, dass angeblich gemäß einem früheren Finance Office, seine Zeugenaussage vor dem Haus der Committee in den 1970ern, Lee Harvey Oswald ein regulärer Angestellter war, der eben eine Vollzeitausgleich oder Gehalt für seine Agentenarbeit bekommen hat, weil er eben für die CIA gearbeitet hätte. Und das steht eben jetzt hier zu der Diskussion in einem Memorandum der Warren-Kommission und so weiter. Da hat auch ein Ranking gesagt, dass also Oswalds CIA Payroll Number, also seine Gehaltsabrechnungsnummer, 110669 war. Das heißt, dieser normale Arbeiter, der Herr Oswald, der stand auf der Gehaltsliste des CIA, des Central Intelligence Agency, des Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten. So viel mal eben dazu, dass der Herr Oswald zufällig irgendwie nur in einem Schulbuchlager gearbeitet hat. Jahre später hat man herausgefunden, dem ist gar nicht so. Und jetzt haben wir ein großes Problem. Das heißt, wir wissen jetzt, der hat für die CIA gearbeitet. Es gibt zumindest verschiedenste Quellen dafür und es gibt noch ganz andere Quellen dafür. Und wenn wir das schon wissen, dann hat das ganze Ding einen ganz anderen Geschmack. Das heißt, wir wissen, es ist ein Freimaurergebäude, das haben wir schon festgestellt in der letzten Folge. Jetzt wissen wir, der Herr Oswald, der wird beschuldigt von einigen Menschen, auf einer Gehaltsliste der CIA gestanden zu haben. Und jetzt sind langsam der Zufälle einer zu viel.
Und es gibt eben noch andere Beweise, dass er eben mit einem anderen CIA-Agenten in Dallas da zusammengearbeitet hat, und zwar dem Herrn William Shelley, mit dem der Herr Oswald zusammen für 6 Wochen gearbeitet hat an eben genau diesem Gebäude, Texas Schoolbook Depository. Also da war nicht nur einer vom CIA, da ist schon der zweite beim CIA. Und deswegen sage ich nochmal, ich habe mich ja gründlich einigermaßen für diese Kennedy-Geschichte vorbereitet, und je weiter ich da reinsteige, desto mehr sage ich einfach nicht nur, dass das Texas Schoolbook Depository in Temple ist, weil das dieser Eingangsbereich ist und weil es auf einem Freimaurerplatz, in einem Freimaurertempel auf dieser Ulmenstraße da steht, sondern auch, weil ich jetzt sehe, dass da also eine ganze Menge Geheimdienstaktivitäten in diesem Gebäude vonstatten gegangen sind. Und solche eine Sache, dieses erfordert Planung. Und wenn ich jetzt weiß, dass dieses Gebäude ja zu diesem Zeitpunkt den Lee Harvey Oswald dann da Anstellung dann halt gegeben hat und der erst 6 Wochen vorher da angefangen hat, dann könnt ihr euch mal ausrechnen, dass diese ganze Geschichte dann überhaupt nicht zufällig passiert ist. Eine Memo, die ich gefunden habe, aber leider nicht im Original, sagt, dass eben der Oswald auch ein FBI-Informant gewesen ist mit der Nummer S-172 und seine CIA-Nummer gewesen wäre 110669. Ja, das hieße jetzt, wenn das stimmt, ist er nicht nur für den Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten unterwegs gewesen, sondern auch für den Inlandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten. So, wer war denn jetzt der Chef des FBI zum Zeitpunkt des Anschlages? Das war J. Edgar Hoover. Der Mann, erinnert euch, ne? Der so eine elektronische Abhörvorrichtung überall hatte, auch dort Kennedys hat abhören lassen und so weiter und so fort. Und der was war? 33 Grad Hochfreimaurer. Und das war einer der Bosse von dem Herrn Oswald. Logischerweise, der Chef des FBI ist natürlich dann auch der Chef desjenigen, der für das FBI Informant spielt. So klein und gering und gelegentlich auch der Herr Oswald eventuell dafür gearbeitet hat. Aber nichtsdestotrotz muss es da ein Memo geben, sagt diese Quelle hier von dieser Seite, dass er also nicht nur für den CIA gearbeitet hätte, sondern auch für das FBI. Und wenn er da auch nur Botendienst oder Pakete rumgebracht hat, ist jetzt im Endeffekt ganz egal. Er war kein normaler Lagerarbeiter. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir können uns jetzt angeblich hier ernsthaft 10 Stunden nur über das Texas Schoolbook Depository auslassen. Ich habe da echt gesucht und gewühlt diese Woche, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das ist da genau das Problem, dass eben ganz viele Beweise, weil dieser Mensch schon für FBI und CIA höchstwahrscheinlich gearbeitet hat, eben inzwischen nicht mehr da sind. Schon gar nicht für die Internetsuche über Google. Eine andere Quelle sagt jetzt hier, Carolyn Arnold, eine Sekretärin für den Vizepräsidenten Ochus Campbell, hatte einem Freund erzählt oder einer Freundin erzählt 1994, dass sie immer noch erschrocken ist und verängstigt ist. Sie sagt, es gibt viel mehr zu erzählen über dieses Texas Schoolbook Depository als das, was veröffentlicht wurde, dass das ganze Gebäude sollte als verdächtig gesehen werden, als eine sichere Operationsbasis in diesem November 1963. Natürlich, von diesem Gebäude aus ist einiges koordiniert worden. Warum denn wohl? Überlegt euch doch mal an WTC 7. Da, im WTC 7 konnte man auch einigermaßen etwas überblicken. Aber vom Texas Schoolbook Depository, da konnte man auch die ganze Route des Präsidenten überblicken. In dem Moment, wo der auf die Houston Street fährt und dann links abbiegt auf die Elm Street. Also ist doch ganz logisch, da hatte man auch den besten Zugriff oder die beste Sicht auf den Präsidenten. Und zwar jetzt nicht nur für denjenigen, der jetzt da angeblich geschossen hat, sondern auch für diejenigen, Leute, die beispielsweise, wie man hier auf einigen Bildern sieht, über eine Radio, also über eine Funkübertragung dann da durchgegeben haben, wann kommt der Präsident und wie sieht das aus und sind alle in Stellung und wie viele Leute sind da und was muss noch getan werden, habt ihr irgendwelche Straßen gesperrt, das ist alles da möglich im Texas Schoolbook Depository, da hast du halt Sicht zu allen Seiten. Ganz klar, für mich ist das Operationsgebäude für diesen Anschlag, also zumindest eins der ganz offensichtlichen. Es gibt unglaublich viele Sachen, die du da reingehen kannst. Es gibt ja diese britische BBC-Documentary, die Männer, die eben Kennedy getötet haben. Und während einer telefonischen Konversation, Unterhaltung, hat eben der Larry Ray Harris, ein prominenter Untersucher der Kennedy-Anschlags, hat eben dann erzählt, dass er eben einen Brief hätte, die eben dann auch gesagt hätte, dass dieser Shelley die CIA da eben dann beigetreten ist. Wir erinnern uns, ne, dieser Mann hat mit dem Oswald mittelfristig zu tun, weil er mit dem zusammengearbeitet hat. Also du kannst hier 100 Jahre reingehen in die ganze Geschichte. Und manche Menschen meinen, das wäre jetzt aber sehr seltsam, wenn der Herr Shelley als Co-Arbeiter von dem Herrn Oswald irgendwelche Verbindungen hätte. Das ist doch sehr, sehr verstörend. Ja, das ist nicht verstörend, sondern logisch. Diese ganze Geschichte ist von vornherein geplant.
Ja, und es gibt also da unglaublich viele Leute, die ich jetzt alle gar nicht benennen will, weil sonst wären wir nie fertig, die eben dann da gesagt haben, dass es eben der Bill Shelley gewesen ist, der eben der Aufseher von dem Herrn Oswald gewesen ist zu dieser Zeit des Anschlages. Damit reden wir hier von einem CIA-Mitarbeiter, der einen anderen, vielleicht geringeren oder untergeordneten CIA-Mitarbeiter namens Lee Harvey Oswald, der zu dem Zeitpunkt auch noch zufälligerweise FBI-Informant angeblich gewesen ist, aufgepasst hat. Gibt ja überall eine Hierarchie, ne? Im Guten wie im Bösen. Okay, ich mach mal weiter. Ja, ist also schon sehr blöd, wenn also einer, der beim CIA irgendwie da beschäftigt ist, gleichzeitig auch Angestellter in diesem Gebäude ist. Und das meint jetzt nicht nur den Herrn Oswald. Ach, Leute, das geht unendlich. Ja, ich habe da irgendwann aufgehört und gesagt, ich kann jetzt nicht nur 10 Sendungen machen über das Texas School Book Depository. Aber man sieht doch einfach, wenn man sich da mal hinterhängt und die ausgetretenen Pfade von Wikipedia in Deutsch vor allen Dingen verlässt, dass man da auf ganz andere Ideen kommt und auf ganz andere Quellen kommt. Das geht ja unglaublich weiter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der Vorsitzende dieses Ladens, der hieß Truly, also so wie wahrhaftig. Ne? Und außerdem der Herr Shelley von CIA hat eben dann dem Vorgesetzten erzählt, dass Oswald vermisst worden ist. Ne? Als wenn das ein Zufall gewesen ist. Ne? Hey, ich verpetz einfach mal jemanden, der unter mir steht. Ja, klar. Ne? Und Schuli hätte dann eben den Polizeikapitän Willi Fritz dann eben dann direkt ja, informiert, der also sofort daran gedacht hat, dass es also irgendwie ganz wichtig wäre, diesen Menschen irgendwie festzuhalten. Also dieser Lee Harvey Oswald, der dann eben dieses Texas School Book Depository verlassen hat. Was ihn natürlich logischerweise für jeden anderen Menschen, zumindest der einen gesunden Menschenverstand hat, natürlich dann auch sofort irgendwie verdächtig gemacht hat. Ja, das kannst du dir alles gar nicht vorstellen, aber das sind halt immer die ganzen Geschichten. Dieser Herr Shelley von der CIA und der ja, Manager von diesem Gebäude, sozusagen der Trudy, ja, die haben den Oswald der Polizei gemeldet. Ne? Also ein CIA-Mitarbeiter hat den Oswald der Polizei gemeldet. War also jetzt nicht irgendwie ein zufälliger Fußgänger, der gesagt hat, ey, der Junge, der rennt da ein bisschen zu schnell durch die Ecke. Nein, das ist alles geplante Aktion gewesen. Er war der, wie Oswald sagte, ich bin der Sündenbock. Das Blöde ist jetzt, dass also die Hauptbelastungsquellen hierfür einen Zirkelbezug aufweisen. Das heißt, gehe ich in den einen Report rein, verweist er mich auf die nächste Seite. Diese Seite verweist mich auf den Report, legt den Report aber nicht offen. Den Report habe ich mir angeguckt unter der Artikelnummer DL100-10461. Das Problem ist, ich finde zwar diesen Report, aber nicht von diesem Datum 23.11., sondern von späteren Daten. Und da taucht diese Unterhaltung von dem Herrn Trulli leider nicht auf. Warum wohl nicht? Wo ist denn dieses blöde Papier? Das ist nicht da. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Das Papier ja, aber eben nicht gewisse Artikel in diesem Papier, Aussagen von dem Herrn Schuli, die ich aber auch gar nicht brauche, weil ich noch ganz andere belastbare Quellen hätte. So viel aber erstmal später auch zu dem, wenn wir halt mal zu dem Herrn Oswald selber kommen. Wir sind ja eigentlich jetzt nur bei dem Gebäude und seiner Funktion. Ja, also es geht bis in uns Endliche. Da könnt ihr euch ein ganzes Leben lang nur mit dem Gebäude beschäftigen. Und das will ich eben nicht. Was ich will, ist, ich will mal einfach mal klarstellen, dass das, was man bei Wikipedia findet oder bei Google oder wo auch immer, dass das eben nicht das Ende der Fahnenstange ist. Man muss Sachen kombinieren und da dranbleiben. Ja, quasi wie ein Bluthund. Und einfach sagen, nee, stopp, also ich lasse mich hier nicht abwimmeln, auch wenn das unglaublich aufwendig ist. Aber irgendetwas muss doch da sein, wo man da wirklich sehen kann, wenn zwei Leute, drei Leute schon eine Sache behaupten oder wenn irgendwelche Indizien da sind, wenn man das alles miteinander verbindet, ja, dann ist das kein Zufall, dass ausgerechnet der Oswald das Texas School Book Depository verlassen hat und ausgerechnet seine Kollegin oder seinen Vorarbeiter, sein Kollege, sein Vorgesetzter ihn gemeldet hat. Dieses Schoolbook Depository, haben wir ja schon gesagt, sieht aus wie ein Tempel, ist dann hochgezogen worden als ein 5-Story, also für uns vier Stock hohes Gebäude, in 1898. Aber eben dann in 1901 ist dieses Gebilde oder dieses Gebäude eben dann runtergebrannt, nachdem es dann von einem Blitz getroffen worden ist. Und ein neues Seven-Story, also sechsstöckiges Gebäude, wurde eben dann da im originalen Fundament dann hochgezogen. Und ich habe jetzt hier die Stephanie, die jetzt im Augenblick Rätsel rät, warum ich jetzt hier diesen Satz in Rot geschrieben habe und warum ich sie jetzt etwas fragen werde. Richtig? Richtig. Na, was fällt dir denn auf bei dieser Zeile 1901, das Gebäude ist runtergebrannt, nachdem es dann von einem Blitz getroffen wurde? Meinst du, woran mich das vielleicht erinnert? Wenn du an letzte Sendung denkst, dann ist es eigentlich einfach. Erstens, welches Gebäude brennt denn runter, wenn es vom Blitz getroffen ist? Also es müsste ja dann schon Eigentlich gar keins.
Ja, eigentlich gar keins, genau. Also es müsste ja dann schon ein total fragiles Holzgebäude sein. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet dieses Gebäude jetzt durch einen Blitz getroffen wurde? Vor allen Dingen. Es ist ganz bestimmt ein ganz großer Zufall, dass genau das jetzt getroffen wurde. Ja, und es hat noch einen anderen zufälligen Geschmack. Vor allem, wenn du dich an letzte Sendung mal dran erinnerst mit diesen 666-Geschichten. Jetzt guck dir doch mal eben diese Zahl an. Die Quersumme von 1901 ist 11. Genau. Und 9-11, beides zusammen. Auch noch, ja, das stimmt. Ja, ist Oh das Mann, nicht am. Ist. was du da alles raussiehst. Ja, ist das nicht fantastisch, wie viele Zufälle es gibt, nur bei diesem Texas School Book Depository? Das Ding sieht nicht nur aus wie ein Tempel, sondern ist 1901 runtergebrannt, als eines der wenigen Gebäude, die komplett dann. Und dann geht es auch noch los mit 1901, und das würde natürlich die Freimaurer total freuen. Die klatschen sich auf ihren Händen oder machen Schuhplattler, ich weiß es nicht. Mir sind das wieder zu viele Zufälle. Aber das, wie gesagt, das war jetzt zum Warmlaufen. Hast du richtig gut erkannt mit dieser Quersumme. Genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja, geht weiter. 1937 wurde das eben das Perfektionsluftgebäude für die neue Klimaanlagenhersteller und so weiter, Firma, die das dann eben geleast hat. Geleast, nicht gekauft. 1941 bis 1961 wurde das eben dann für die John Saxon und Co. dann eben dann halt da gemacht, 411 Elm Street, bis 1961. Also das Texas School Book Depository gibt es als solches noch nicht so lange. Und 1963, erst 1963, in dem Jahr, wo der Anschlag kam, da hat diese Firma Texas School Book Depository das Ding geleast. Erst in diesem Jahr, ganz frisch waren die erst da drin. Die waren nicht da 20 Jahre drin, haben gesagt, ach ja. Die waren ganz frisch da drin. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Jungs da Beschäftigte haben, die eben bei der CIA arbeiten, sage ich nochmal, dieses Ding, oder ich könnte zumindest vermuten, beweisen kann ich es ja leider nicht, dass dieses Ding nicht zufällig 1963 von dieser Firma gegründet worden ist, die auch nicht zufällig CIA-Leute da beschäftigt hat. Denn schließlich hat dieses Gebäude als Hintergrund gedient für die offizielle Erklärung, dass von diesem Gebäude aus der Präsident der Vereinigten Staaten erschossen worden ist. Und wenn jetzt viele Leute mutmaßen, es könnte damit zu tun haben, dass die CIA mit in den Anschlag verwickelt ist, dann ist das ein CIA-hauptverdächtiges Gebäude, ganz einfach. Das ist so wie BTC-7, nur dass das hier nicht gesprengt worden ist. Das ist nichts anderes. Das wurde geleast. Das wurde eben gemietet. Ja, das wurde auch nicht gekauft oder was weiß ich, von wem? Na, guck mal hier. Vom Oil-Tycoon Colonel Harold Byrd. Von einem Ölmagnaten. Öl, da war doch was in Texas, oder? Am Vorabend der Veranstaltung da, der Ermordung von Kennedy am 21.11., zufälligerweise natürlich derselbe Tag, wo also JR dann ein paar Jahre später dann ermordet wurde. Also, wie viele Zufälle auf einen Schlag, wenn man dann sieht, dass also dann CIA-Menschen dann halt da in dem Gebäude drin gewesen sind und dieses Gebäude ausgerechnet einem Ölmenschen, einem Ölmagnaten dann da gehört, das ist ja ein bisschen viel an Zufälle, oder? Und wenn man dann weiß, dass er einen Vorabend selber dann der Johnson auf diesem Meeting gewesen ist von dem Ölmillionär Clint Murchison, irgendwann gesagt hat, so, morgen werden mich die Kennedy-Brüder nicht mehr belästigen. Das ist ein Versprechen. Ja, und das Gebäude gehört ausgerechnet dem Oil-Tycoon Colonel Harold Byrd. Mann, Leute, so viele Zufälle gibt es doch gar nicht, oder? Und der Jörg hat hier so richtig gesagt, auch Osama bin Laden stand auf der Payroll vom CIA, dann aber unter einem anderen Namen, Tim Osman. Das haben wir ja schon hier mal klargelegt in der Sendung über Behold the Pale House, glaube ich, war es gewesen. Ja. Der Eigentümer dieses Gebäudes, der Colonel Byrd, der hatte eben dann genau dieses Fenster aus diesem Anschlagsort des Sixth Floor und so weiter, hat er eben dann entfernt, was halt ein bisschen seltsam ist, weil das Ding ist ja anscheinend jetzt ein Zeugnis eines Mordes. Wie kann man das eigentlich entfernen? Das ist ja eigentlich jetzt hier von der Polizei eine gesperrte Zone dann. Aber er hat das dann eben wie eine Trophäe dann eben dann behandelt in seinem Haus und so weiter bis zu seinem Tod 1986. Ja, kann man sich mal vorstellen, ne? Also so toll fand er das, dass da dieses Fenster benutzt worden ist. Und deswegen kann man doch da schon dran riechen, dass er als Ölmagnat nicht gerade unglücklich war, dass die Ölindustrie nach dem Ableben von Kennedy gewaltsamerweise dann eben prosperiert hat. Also dann, ja, dass sie dann halt profitiert haben halt. Ne? Wenn Dass es dieses aufgeblüht ist. aufgeblüht ist, ja, genau. Wenn dieses Ding, also wenn dieser Mensch, der dieses Gebäude gehört, also dann auch ausgerechnet auch noch ein Ölmagnat ist, der auch noch Colonel, also der Militärverbindungen hat, logischerweise. Also Ölmagnat, Militärverbindung und CIA. Das habt ihr alles in diesem Gebäude. Das ist ja echt unfassbar, oder? Das ist ja echt unfassbar. Ja, und es gibt auch genug Bücher, die zu Recht, meine ich, behaupten, dass Oswald eben relativ unschuldig ist, zumindest an der Ermordung von Kennedy. Aber wie gesagt, das interessiert heute keinen. Der wird überall beschuldigt, weil es ja die einfache Geschichte, wenn man einen einsamen, verwirrten Attentäter hat.
Ja, ganz, ganz prägnantes Beispiel. Ja, und dieser Eigentümer war eben der Herr Harold Byrd, ein ultrakonservativer Ölmagnat, ultrakonservativ. Ja. Er war Colonel in der Civil Air Patrol für Texas und Louisiana. Unter ihm hat eben auch der Commander gedient, David Ferry, ein CIA-Kontraktpilot. David Ferry, der auch benutzt bzw. verdächtigt worden ist von Jim Garrison in eben den Prozess 1968. Und unter den Kadetten von dem Herrn Byrd war dann auch ein gewisser Lee Harvey Oswald und ein Herr Barry Seal, der jetzt ja auch ein großer Waffenschmuggler gewesen ist und ein Pilot gewesen ist, den man ja auch kennt von verschiedenen anderen Geschichten. Aber unter den Kadetten von dem Herrn Byrd war dann auch der Herr Lee Harvey Oswald gewesen. Das heißt, der Lee Harvey Oswald hat schon Jahre vorher den Herrn Byrd sozusagen, wenn man so will, in seiner Funktion als Colonel in der Civil Air Patrol dann auch schon gedient. Ja? Also die beiden hatten schon miteinander zu tun. Also ganz entfernt natürlich, aber trotzdem ist alles ein Laden hier. Ist alles ein Laden. Er war dann mit der Mafia verbunden durch seinen Employee, durch seinen Angestellten J.R. Stanley. Habe ich mir gedacht, also wie viele Zufälle gibt es jetzt hier noch? Ausgerechnet in Dallas haben die dann damals den fiesen Charakter J.R. Ewing genannt. Also ich habe da jetzt echt ein Problem langsam mit diesen ganzen Zufällen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also so sieht's aus. Da kann man unendlich reingehen und plötzlich stellt man dann fest, Moment mal, also egal, wo du reingehst, ja, du wirst also dauernd hier mit CIA und so weiter, wirst du hier überrollt. Das ist echt unfassbar, wie viele Verbindungen es da gibt. Ja. Ja. Und es gibt auch Gegenartikel dazu von Büchern, die dann eben sagen, nein, das ist alles eine Verschwörungstheorie. Weder der Jack Cason noch der Herr Harold Byrd, der Eigentümer, hätte irgendwelche Verbindungen in das, also der hätte da quasi zufällig gearbeitet. Und deswegen hat der Oswald natürlich mit dem Herrn Shelley auch zufällig einen Vorarbeiter gehabt, der jetzt auch bei der CIA gewesen ist. Aber da müsste er alles nur an Zufälle glauben. Das sind anscheinend Leute, mit die kann man halt, die bezahlt man, um dann irgendwelche zufälligen Dinge dann in die Gegend herauszuposaunen, damit also auch dann bloß keiner auf die Gedanken kommt, dass auch die Ermordung eines amerikanischen Präsidenten möglich wäre. Viele halten das ja noch nicht für möglich, wobei es da draußen noch viel größere Lügen gibt. Ne? Also da die Leute sagen, das machen wir uns alles viel zu einfach. Aber ich mache mir das ja gar nicht einfach. 1894 ist diese ganze Besitz schon für 9.000 Dollar verkauft worden. Und dann ist es eben in einem Blitz am 4. Mai 1901 dann eben ja, in Schutt und Asche aufgegangen sozusagen. Und im selben Jahr ist es dann aufgebaut worden in zu dem meistberüchtigsten Gebäude, ne? Meistberüchtigsten und berüchtigsten Geschäftshaus Amerika. Ja, klar. Ja, früher fünfstöckig, so wie ihr hier seht, ne? Für 1900. Vor, bitteschön, vor dem Brand. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein Holzgebäude hier? Irgendwie sieht das nicht, sieht das komisch aus. Auch hier diese Pyramide im Eingang, wenn das eine ist. Ist ja schon alles sehr verdächtig, oder? Aber es ist schwierig, Informationen über dieses Texas Schoolbook Depositorium zu kriegen, kann ich euch sagen. Das dauert schon ein bisschen, bis man dahinter steckt. Und am 4. Juli 1939 hat eben der Ölmagnat Colonel D. Harold Byrd dieses Gebäude dann eben einer öffentlichen Auktion erworben. Am 4. Juli? Ich habe mir gedacht, das war komisch. Das ist ja Tag der Unabhängigkeit in Vereinigten Staaten von Amerika. Independence Day kennt er ja von Roland Emmerich, ne, wo dann plötzlich die Aliens kommen und das Weiße Haus dann in Schutt und Asche bomben. Ne? Independence Day. Ausgerechnet, da macht man dann so eine Versteigerung. Das muss ja ein totaler Patriot gewesen sein. Ja. Okay. Naja, dieser Mann war verwandt mit dem, ja, mit einem Cousin war er verwandt, mit dem Admiral, schon wieder sind wir jetzt beim Militär, Richard E. Byrd, der in eben ein Antarktis-Forscher gewesen ist. Und er hat behauptet, also sein Cousin hat behauptet, das ist auch nicht der ehrliche einer, er wäre der Erste gewesen, der mit dem Flugzeug den Nordpol über den Luftweg erreicht hätte. Aber dooferweise konnte das dann nicht beweisen. Ne? Es wurde dann bezweifelt, dass sie tatsächlich am Nordpol waren. Die Zeit dafür wäre zu knapp gewesen. Auch die technische Unterstützung oder Untersuchung des Flugzeuges und so weiter ließ Zweifel aufkommen und so weiter und so fort. Und später hat man dann erklärt, dass der niemals am Nordpol gewesen ist. Aber behaupten kann man viel. Ne? Also wir sehen, auch in seiner Verwandtschaft haben wir Leute, die ja nicht so ganz so, ja, nicht so ganz direkt sind. Ne? Drücken wir es mal nett aus. Ja, das ist ganz unendlich reingehen. Die Reise seines Cousins wurde übrigens von dem Herrn Rockefeller dann von Edsel Ford, damals schon wieder ein Freimaurer und so weiter, dann auch dann finanziert. Ne? Und auch der New York Times. Das ist das Blatt, wo der damalige Chefeditor dann halt, der Herr Swinton, gesagt hat, wir sind alles intellektuelle Prostituierte, würde ich die Wahrheit schreiben, wäre ich morgen meinen Job los. Ja, das ist schon interessant, wenn man da mal reingeht. Ne? Das kommen immer dieselben Leute irgendwie. Ne? Ja.
Und diese Ausstellung des Flugzeuges jetzt hier, dieses Ford-Motors, Tree-Motor dieses Flugzeuges, ist dann noch eine Ausstellung von Henry Ford Museum in Michigan. Ironischerweise nicht weit weg von dem linken Continental der Limousine, in der Kennedy dann eben den Tod gefunden hat, ne? Im Henry Ford Museum. Da steht das alles ausgestellt, ne? Das soll jetzt hier der Kennedy sein, das ist jetzt hier seine damalige Gattin. Ja, ja. Das ist interessant, ne? Da steht da alles, ne? Warum? Ja klar, Ford, ne? 33 Grad Freimaurer. Was habt ihr denn erwartet? Ja, das kommt in Amerika nicht weiter, wenn du nicht in diesem großen Club bist, ne? Das ist immer so. Und dieses Gebäude war dann eben die ganze Zeit geleased. Also es hat die ganze Zeit dem Herrn Byrd gehört. Ne? Er war der Eigentümer. Ja, ja. Ach, Leute. Und dieser neue Aufzug, der Passenger Elevator und so weiter, der ging eben nur bis zum vierten Flur, ne? Also, klar. Braucht man ja auch nicht, ne? Oben hat man andere Aufgaben, wie ich immer vermutet habe. Ich sage nochmal, Tempel, ne? Freimaurer-Tempel, Freimaurerplatz. Was erwartet ihr denn da oben zu finden? Ne? Lagerarbeiter, Öl verschmiert oder was? Ja, man hat ja die schweren Pakete nicht unbedingt immer unterm Dach, ne? Macht ja irgendwie wenig Sinn. Aber gut, manche Sachen hat es eben dann nicht mit Logik. Da muss man eben alles glauben, ne? Ist ja auch eine Religion dann irgendwo. Ja, gut. Ja, und 1973 wurde dieses Gebäude dann eben dann, oh, da gab es schon wieder ein Feuer, oh Mann, guck mal hier, die haben wieder ein Feuer gehabt, das ist ja richtig schlimm, also ein kleines Feuer diesmal, ach, je, ne, das eben dann, es geht dann um 650.000 Dollar und Stefanie, ich brauche jetzt hier keine Sirene oder sonst irgendwie einzublenden mit 650.000, oder? Okay, die 11? Ja, natürlich. Es geht halt immer so weiter. Und heutzutage oder später wurde es dann ein John F. Kennedy Museum für 1,50 Dollar und so weiter. Da konntest du ein Papiermaché-Modell der City und so weiter mit der Route und so weiter, mit elektrischen Lichtern und so weiter, währenddessen ein Erzähler die Tragödie beschreibt. Ach, Leute. Leider haben wir hier die Technik von 1960ern. Wir haben also nur gegrisselte Bilder, Super-8-Kameras und deswegen kommen die auch mit allem durch. Die können alles behaupten und du kannst nichts erkennen. Das ist das Problem dabei. Ne? So mit dem Museum da, das ist dann wie das in Waterloo. Ne? Mhm. Das Museum. Da kannst du auch die ganze Schlacht nochmal verfolgen, wird ja auch erzählt und dann gehen da die Schüsse los und diese ganzen Sachen. Ja, stimmt, das passt gut, ja. Ja, also wie gesagt, dieser Conor Byrd, dieser totale Ölmagnat, der hat, also er muss ja irgendwas sein Geld gehabt haben, um so ein Gebäude zu vermieten, der hat letztendlich jetzt dieses Fenster jetzt hier, wo der angebliche Oswald angeblich dann erschossen hat, hat er dann zu Hause aufgehängt und hat das behalten bis zu seinem Tod 1986, ne? Das ist schon makaber, oder? Ist das makaber oder ist das richtig makaber? Am 23. November, einen Tag später, gibt es einen Report, eben genau dieser 10461, der mir immer noch nicht im Original vorliegt, von Nick Pinkston, der eben da Ermittler gewesen ist, dass er mit dem Verantwortlichen des Texas Schoolbook Depository gesprochen hat, der Name ist Roy Truly, und hat gesagt, dass er eben dieses Gebäude, dieses Texas Schoolbook Depository, nur für ein paar Monate dann eben dann da besetzt oder betrieben hat. Und zu diesem Zeitpunkt hatten die auch erst ein paar Monate da Betrieb, weil ja dieses Gebäude 1962 umgebaut worden ist. Ja, und nochmal die Erinnerung, dass eben die Witwe gesagt hat von dem Herrn Oswald, ich habe zwei Kinder, zwei Mädchen und die Älteste wird also dann 2 Jahre alt im Februar und Rachel ist gerade mal 3 Monate alt. Also ein angeblicher Attentäter, der eine 3 Monate alte Tochter hinterlässt. Wie verzweifelt muss man dann sein? Ja, also es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Und auch wenn man in die ganzen Sachen reingeht, macht auch von vorne bis hinten keinen Sinn, weil dann haben wir unglaublich viel zu tun, die Aussage dieses Herrn Trudy jetzt hier zu belasten. Und im Endeffekt habe ich ganz andere Quellen, um zu beweisen, was mit dem Herrn Harvey Oswald ist. Und deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Und das ist nämlich genau dieses FBI-File, was eben in diesem Wortlaut nicht zu finden ist. Es ist nicht zu finden, zumindest von mir nicht. Wenn einer diesen Satz findet in diesem Dokument, dann ist er herzlich willkommen, auf dieses Video zu antworten, weil ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Und das ist dann teilweise, ihr werdet es nicht glauben, diese Files teilweise sind ganz schlecht kopiert und dann sind hier auch noch verkehrt rum. Das heißt, ihr müsst dann quasi, wenn ihr so wollt, euren Monitor um 90 Grad drehen, weil ihr die kompletten Sachen vorher etwa einscannen müsst und dann mit bearbeiten müsst, um jede Seite zu lesen. Also irgendwann, es wird alles nur noch erschwert, weil ihr sollt einfach die Informationen nicht finden. Das heißt, alles, was ihr haben wollt, das kriegt ihr so nicht oder mit großen Schwierigkeiten. Und irgendwann gibt dann jeder auch und sagt, ich habe noch was anderes zu tun in meinem Leben, als 60 Jahre alte Dokumente irgendwie erstmal einzuscannen oder erstmal dann auf die Seite zu legen und dann erstmal vernünftig zu lesen und dann teilweise nicht lesen zu können, weil die Qualität so schlecht ist. Und ich sage nochmal, das ist alles
Vorsatz. Das ist hier alles Vorsatz. Wenn der Herr Oswald wirklich für den FBI und CIA tätig gewesen ist, dann könnt ihr das knicken. Das heißt, die relevanten Sachen sind eh gelöscht. Ne? Ja. Das ist alles ganz klar. Das ist alles, egal was hier ist, das sind so viele Gegensätze da drin. Ich kann jetzt wirklich nicht in jeden reingehen, weil ansonsten wird diese Sendung 400, 500 Folgen lang. Es gibt auch ganz schwierig Bilder von 1963 von der Rückseite dieses Gebäudes zum Beispiel, sagt eine Quelle. Es gibt unglaublich wenig Material überhaupt für dieses Gebäude, aber das, was man hat, kann man dann schon zwei und zwei zusammenzählen. Ne? Es gibt auch einen Augenzeugen, der heißt James Robert, der gesehen hat, dass ein Mann im Anzug und so weiter aus der Hintertür von diesem Buildings ein paar Sekunden später nach diesem Dings da rausgerannt ist. Ja, das kann auch alles jetzt genauso gut Desinformation gewesen sein, ne? Dieser James Robert. Ja, der hat gesehen, wo also irgendjemand eine Waffe rausgesteckt hat aus diesem Gebäude. Ja, das müssen wir dem jetzt alles glauben. Ja, die meisten, die nämlich rausgefunden haben, dass es also inkorrekte Informationen gibt, dass eben dieses Gebäude relativ zeitnah eben dann erst betrieben worden ist vor dem Anschlag von JFK. Und das würde auch Sinn machen. Ja, das würde absolut Sinn machen. Abgesehen davon, dass es noch aus anderen Gründen Sinn macht. Der einzige Beweis, dass also genau dieses Gebäude jetzt eben durch dieses Texas Schoolbook Depository vor 1963 bezogen wird, kommt ausgerechnet vom Secret Service. Ja, ist klar, oder? Ja, da könnt ihr euch im Hasen geben. Das könnt ihr euch im Hasen geben. Ihr kriegt das nicht raus von hier aus. Das geht einfach nicht. Ihr müsstet Mietverträge haben und solche ganzen Sachen. Und die kriege ich nicht. Das ist die Gegend nach dem Attentat. Ich kriege sie einfach nicht. Und das ist kurz nach dem Attentat. Ihr seht jetzt hier die angeblichen illegalen Eisenbahnarbeiter, die jetzt hier diese Brücke jetzt hier betreten durften. Der Hauptfotograf durfte das nicht. Der ist da weggeschickt worden. Aber die haben irgendwie die Möglichkeit gehabt, hier auf den Gleisen da zu balancieren und dann eben alles mit zu erleben. Und da gibt es auch interessante Zeugenaussagen. Das ist jetzt die Ansicht hinter der Triple Underpass. Ja, wo also jetzt hier der, wenn man so will, der gerade getroffene Präsident jetzt hier in Richtung Parkland Hospital gefahren wird. Und wie ihr seht, seht ihr auch auf diesen Bildern nichts, weil die letzten Endes alle von der Auflösung halt einfach zu schlecht sind. Ihr könnt die vergrößern, wie ihr wollt, ihr seht nichts Vernünftiges da drauf. Wir reden von 1963. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da müsstet ihr schon wahnsinnige Computer haben und irgendwelche Sachen und so weiter. Ihr seht nur auf Bildern etwas, die also genau vor euch aufgenommen sind. Zum Beispiel jetzt hier ein paar Stunden vor dem Anschlag, wo alle richtig gute Laune haben. Ja, die Frage ist, warum? Die offizielle Gedenkstätte des Landes ist in Boston, aber 1970 weihte die Stadt Dallas das Memorial ein. Ein Kinotografen, ein leeres Grabmal. Der an einer anderen Stelle beschraben ist. Jedes Jahr besuchen 500.000 Menschen die geschmackvoll geschaltete Ausstellung. Ja, es geht sich hier um einen Mord, ne? So viel mal zu Geschmack. Ja, es geht sich hier um einen Mord von 13 Kameras, die da im Einsatz gewesen sind und so weiter und so fort. Ruhige Besinnlichkeit. Ja, jedes Jahr 500.000 Menschen gehen dahin. 500.000. Und natürlich ist das Stockwerk selbst unheimlich gut erhalten. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie in einem Tempel, richtig? Ja. Die Treppe in der nordwestlichen Ecke ist jetzt hinter Glas. Die Treppe ist eine Illusion, da ihr unterer Teil während der Renovierung entfernt wurde. Und ich glaube, nicht nur die Treppe ist da eine Illusion in diesem Texas Schoolbook Depository. Aber nach dem Attentat hat man die Bodenmarkierung gefunden von damals, ja, sodass eben der Forscher Jim Moore die Schulbuchkartons mit großer Position neu positionieren konnte. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So kann man einen Mythos aufrechterhalten, dass jemand auf Schulbuchkartons dann halt da sein Gewehr abgelegt hat und den Präsidenten ermordet hat. Ne? Mehr Wahnsinn geht auch nicht. Ne? Und ich sage auch, ich hoffe, ich komme noch dazu innerhalb dieser Sendung, warum das ein Schulbuchdepositorium ist. Ja, der Eigentümer des Gebäudes, wie gesagt, hat eben genau dieses Fenster hinter Schutzglas ausgestellt. Ne? Das ist genau dieses Fenster und ich habe nicht zufällig rechts ein goldenes Kalb, was durch den Hohepriester Aaron, dem Bruder von Moses, dann halt da zur Anbetung der Heiden dann dahingestellt worden ist. Dieses Fenster ist hinter Glas. Oh, dieses Fenster ist das Anbetungsobjekt für Leute, die sagen, oh, daraus ist er umgebracht worden. Ja, es ist so ungefähr so, als wenn man ein Kreuz aufbewahrt, ne? Ist auch ein Mordwerkzeug und das hat hier mit einem angeblichen Mord zumindest zu tun. Hinter Glas, wie so ein Schrein, ne? Mann, in welcher Welt leben wir hier, ne? Interessant ist auch so, dass dieses Museum, wie ihr schon in der letzten Sendung gezeigt, eine Webcam hat. Also im Jahre 2000 übertrug die Familie Zapruda dem Museum das Urheberrecht an den Zapruda-Film, überließ eben die letzte noch in Privatbesitz befindliche Kopie. Das Original und zwei weitere Kopien werden in den Nationalarchiven aufbewahrt und das halte ich für sehr, sehr spekulativ. Wenn man weiß, dass dieser Film jahrelang verschwunden war
Oh Leute, lasst euch doch nicht alles erzählen. Lasst euch bitte nicht alles erzählen, schon gar nicht von Leuten, die Freimaurerei unterstützen. Ne? Lasst euch da nichts erzählen. Ja? Dieses Gebäude war Tatort, egal wie. Zumindest hat man da diese Tat beobachtet. Ne? Diese Tat hat man da beobachtet. Und dieses Gebäude ist heutzutage eine Anbetungsstätte für die Jünger. Das kannst du dir letzten Endes nicht mehr ausdenken hier. Ne? Das heißt, du hast hier 3D und so weiter. Du kannst dir das alles angucken. Ne? Das ist... unglaublich wichtiger Platz, ne, dass man da sieht, dass also von diesem Schoolbook Depositorium da eben genau der Anschlag gewesen ist. Ne? Das ist unglaublich wichtig. Du kannst natürlich dabei auch irgendwie lecker frühstücken. Ne? Du sagst, ach, da hat der erschossen, ja, wie oft hat er den geschossen? Ne? Und das ist natürlich auch nicht mehr das originale Fenster. Ne? Das ist klar. Ne? Aber ansonsten ist also die Aussicht top. Ne? Was die Leute natürlich dann überhaupt nicht begreifen, die meisten zumindest, dass die Aussicht genau auf den Obelisken und auch den Reflecting Pool jetzt hier zeigen. Ne? Wir reden ja schließlich von einem Tempel. Wir reden von dem Tempelgelände, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, und da muss man dann ja auch schon mal ein bisschen Leichenschmaus machen, oder? Da kann man da bestimmt irgendwie, kann man da, keine Ahnung, wahrscheinlich mit einem Kaugummi-Automaten, wenn ich mal richtig gemein bin, ja, dass die Leute dann auch nicht ihren American Way of Life vergessen und dann also auch gemütlich dann schmatzen können, währenddessen die dann sagen, ja, da haben die das gemacht, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Ja, in welcher Welt lebe ich eigentlich, wo die Leute die offensichtlichen Dinge nicht fragen und letzten Endes sich alles vorkauen lassen von irgendwelcher Regierung, ne? Und deswegen werden wir uns nichts vorkauen lassen. Bender. Ja, jetzt kannst du dir denken, warum ich diese Treppe gezeigt habe und unten drunter dein Symbol geklebt habe, oder? Ja, soll ich die Stufen zählen? Ja, das reicht, wenn du die ersten Stufen zählst, weil hier oben scheint ein Plateau zu sein. Mhm. Kannst du ein bisschen, ich kann es ein bisschen größer machen, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. So. Ich glaube, das ist besser, okay, oder? Okay, ich fange unten an. Das wäre gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und das Plateau 11. Ja, genau. So. Und ich garantiere dir, dass ab hier nochmal Minimum 10 Stufen noch hochführen. Kannst du es vergrößern, dann zähle ich die auch noch. Nee, das machen wir ganz einfach. Wir haben ja noch eine andere Seite. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit Plateau 11. Ja, genau. Und da noch oben, weiter? Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Ja, so. Was ein Zufall, oder? Zufall. War ein absoluter Zufall, ne? Wir sind hier in Dili Plaza. Ja, einmal im Westen, einmal im Norden, einmal im Süden, so rum, anders denken. Ja, und genau haben wir jetzt hier wieder die Freimaurer-Allegorie und wir haben jetzt hier insgesamt 22. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass das nicht nur jetzt mit der Kabbala zu tun hat, sondern auch eventuell noch andere Hintergründe hätte, dass es da eine Abstufung gibt, weil schließlich läuft die Pyramide, was ich jetzt leider in dieser Zeichnung nicht sehe, die Pyramide läuft ja jetzt da unten zu. Und wir haben jetzt hier gezählt 22. Also möglicherweise sind wir jetzt hier auch bei der 22. Ebene dieser Pyramide. Ne? Auch möglich, dass es dann hier die 22. Ebene ist und ja, dass es dann hier unten dann ausläuft. Also das ist jetzt nur eine Vermutung, ne? Aber das ist doch mal so. Jetzt haben wir noch eine andere Geschichte. Wir haben ja diese, darf man ja nicht vergessen, ne? Pergolas, ne? Und Peristyles und so weiter. Ne? Jetzt haben wir hier genau dieselbe Geschichte. Was haben wir denn jetzt hier, Stefanie? Kannst du dir das denken? Kannst du dir es denken? So? Also, ich glaube, ganz genau, worauf du hinaus willst, weiß ich jetzt nicht, aber es sind drei verschiedene Bereiche mit jeweils drei Öffnungen drin. Genau. Oben sind auch, glaube ich, sind das Sterne? Das sind Pentagramme, die da sind, ja, ganz genau. Ja, und du hast gerade schon richtig gesagt, drei mal 33? Ja, 33, ja, und 3 mal 3 sind? 9. Genau. Wenn ich dir jetzt sage, dass die Dinger zu jeder Seite stecken. Bist du dann schon wieder dabei? 18. Genau. 1 mal 6. Ja. Und so geht es dir locker, flockig und munter weiter, ob du Treppen zählst, ob du Stufen zählst, ob du jetzt hier Fenster zählst, ist völlig egal. Dieses Ding ist ein Tempel. Und dieses Ding wird heutzutage. Bitte? Du machst mich fertig. Warum? Weil das nur noch krass ist. Das kann jeder zählen, das ist doch ganz einfach. Vor allen Dingen ist es einfach, wenn man sieht, dass heutzutage da auch Zeremonien abgehalten werden. Für Herrn Kennedy, für seinen 50. Todestag angeblich hier. Ja? Die Leute gucken jetzt auf das alte Gerichtsgebäude hier in diese Richtung. Also die gucken vom Triple Underpass weg, Stephanie. Ja, das ist jetzt hier zu Ehren des Idols JFK. Der soll jetzt hier angebetet und verehrt werden. Ne? Also eine Totenmesse, wenn man so will. Ist nichts anderes. Wenn ihr das nicht glaubt, dann wartet mal 2, 3 Bilder ab.
Ne? Hier wird den Leuten der Marsch geblasen. Die sind jetzt hier genau an der Straße, wo er ermordet worden ist. Deswegen feiert man das mit Musik. Also nicht, dass ihr meint, das wäre jetzt hier irgendwie ein Trauergesang. Nein, also es gibt manche Menschen, die trauern. Es gibt auch andere, die sich darüber freuen, dass der vor 50 Jahren umgebracht worden ist. Ganz, ganz sicher. Dummerweise steht auch hier genau an dem Fenster, wo es dann passiert ist, auch hier wieder ein Baum im Wege. Das ist natürlich der 50. Todestag. Das heißt, es ist genau am 22. November. Sollte es zumindest sein, von der Logik her. Also auch am 22. November haben wir grüne Bäume, die irgendwo im Wege stehen. Aber gut, das ist ja nur... Ja. Aber was würden wir denn zu der Symbolik sagen, wenn das plötzlich ein Bischof ist namens Kevin J. Farrell, der die katholische Diözese von Dallas anführt? fällt dir an dem Mann irgendetwas auf? Soll ich was dazu sagen? Ja, außer dass er eine Glatze hat. Also mir fällt an seinem Gesicht jetzt nicht viel auf, aber der hat auch die JFK in seinem Namen drin. Ja, aber noch eine andere Geschichte. Du siehst jetzt, guck dir das Wetter an, was hier an dem Tag ist. Guck dir das Wetter mal an. Hier stehen Leute mit Regenkleidung, ja? Mhm. Und die Straße scheint nass zu sein zumindest oder feucht, ja? Also Leute mit Regenkleidung lang und so weiter und so fort. Haben wir nicht 20 Grad Sonnenschein wie in Dallas 1963? Ja, jetzt guck dir mal an. Der Mann steht da womit? Mit einem schwarzen Mantel. Ja, und? Sonnenbrille? Eine Sonnenbrille, genau. Oh. Was? Ja, man kann alles Zufall sein, vielleicht auch eine Lesebrille, weiß es ja nicht, ne? Aber dann halt eine dunkle Lesebrille. Ne? Also ich meine, so viel mal eben zur Symbolik zu diesem Tag. Ne? Das nochmal, das ist eine Messe. Ne? Da haben wir mit einem Bischof zu tun, der eine Ansprache hält. Und wir haben nicht nur das, wir können noch einen draufsetzen. Ne? Wir haben, guck mal, wie das da aussieht. Ne? Das ist richtig fett aufgemacht und es wird noch schlimmer. Weil an diesem Tag, wo nicht das beste Wetter herrscht, wie man überall sieht, an diesem Tag hat sogar ein Chor gesungen. Ja, den seht ihr da. Also, wo sind wir da jetzt anders als bei einer religiösen Zeremonie über einen Toten? Ja, ihr seht dieses Wetter, ne? Hat nichts mit dem Wunschwetter zu tun von Lyndon B. Johnson an dem Tag der Veranstaltung damals, ne? 1963. Ach, das ist, wenn das alles nicht so einfach wäre. Eigentlich ist es doch eigentlich einfach, oder? Man sieht doch letzten Endes, dass auch ein Novembertag in Dallas verregnet sein kann und dass man sich dann entsprechend anziehen muss. Und man sieht auch, dass wir überall letzten Endes jetzt hier in diesem Tempel Hinweise dafür haben, dass es wirklich mit Freimaurern zu tun hat. Und dennoch legt kaum einer die Verbindung. Und ja, diese Verbindung zu diesem Ritual von Kennedy, die hat natürlich religiöse Gründe. Das ist auch ganz klar. Weil dieses nicht nur in dem Tempel stattgefunden hat, sondern weil der Herr Kennedy ja auch ein Problem hatte mit gewissen religiösen Führern. Das kommt nicht nur aus seiner Wahlkampfrede 1960 raus. Ja, ja, da kommt noch viel mehr. Viel mehr. Und heutzutage wird der Kennedy immer im blöden Zusammenhang bemüht. Also hier beispielsweise von dem weltberüchtigten Leader des Weltökonomieforums namens Klaus Schwab, der so ganz freche Bücher geschrieben hat. Und der hat jetzt hier auch in einer John F. Kennedy School of Government, also der Schule der Regierung und so weiter jetzt hier. Also der Herr Kennedy, der kann sich da nicht mehr gegen wehren, ne? Dass man seinen Namen da missbraucht. Das kann er nicht, ne? Der ist nämlich umgebracht worden, egal von wem. Der ist da umgebracht worden, wo der Tempel der Freimaurerei gewesen ist, nämlich in Dallas, im Dealey Plaza. Sixth Floor Museum damals. Und ihr seht da jetzt letzten Endes hier diese pyramidenförmige Struktur. Ja, ja, und das ist halt die Geschichte dabei. Ne? Das ist halt das, was ihr glauben sollt. Ne? Dass also eben genau von diesem Flur oder von dieser Etage jetzt hier eben da drei Schüsse, das ist jetzt hier das, was ihr visualisieren müsst, was also die Schulkinder wahrscheinlich, das ist das Pflichtprogramm in Dallas, denke ich mir mal, dass man da einmal in seinem Leben hinfährt, so wie nach Mekka oder so, ohne jetzt die Leute, die nach Mekka fahren jetzt hier, die haben wahrscheinlich, die wissen mehr über das als die Leute, die jetzt hier dieses Museum besuchen. Das ist wahrscheinlich Pflichtprogramm für die Schüler, dass die halt hier schön indoktriniert werden, damit die ihr Leben lang die Ermordung des amerikanischen Präsidenten vor Augen haben. Das kann ja nichts anderes sein. Sixth Floor Museum, ja. Und heutzutage haben wir den Kennedy dann da, der dann halt sein Museum, beziehungsweise hier seinen Erinnerungsplatz bekommt, ne, mit einem viereckigen Quader in Schwarz. John Fitzgerald Kennedy. Ja, schwarz ist übrigens immer eine Saturn-Analogie, ne? Und dieses H hier von Jesuiten beispielsweise ist sehr verdächtig an der Analogie des Planeten-Symbols von Saturn im Übrigen. Mal, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben, das sieht nämlich dann so aus, ne? Also das sieht so aus wie ein Kreuz und eine Serpentine, ne? eine Serpentine da dran, ne? Irgendwie so serpentinenmäßig.
Ja. Mhm. Und deswegen sind alle schwarzen Gegenstände, vor allem wenn sie Quader sind, also Quadrate sind, sind sie dann ein Saturn-Symbol. Das hat ganz viel mit dem Hexagramm zu tun. Also wir sind schon wieder bei 666. Das haben wir in Australien, in Dänemark, in Manhattan, also in den USA. Und das kann ich Santa Ana oder was es heißt, kann ich gar nicht lesen. Auf jeden Fall überall. Ne? Der Herr Kennedy wird als Symbol verehrt. Und das soll natürlich seinen dreijährigen Sohn darstellen bei seiner Ermordung, bei seiner Beisetzung, die makabererweise genau an dem Tag gewesen ist, wo sein Sohn dann 3 Jahre alt wurde. Also den Geburtstag vergisst du auch nicht mehr. Wobei der auch nicht mehr lebt, das hat aber wiederum ähnliche Gründe. Also Samstag ist übrigens der Tag des Saturns, ne? Oder der Tag des Satans. Stefanie, aber was ist eigentlich der Samstag im Christlichen? Der Sabbat, glaube ich. Genau, ja, genau. Und siehst du, und der genau ist, wird nirgendwo benannt. Ja? Wenn wir sagen Sabbat, den heiligen wir, dann werden wir für Juden gehalten. Weil die sogenannten Christen, also was man da alles drunter versteht, ja, die feiern alle den Sonntag, den falschen Tag. Und deswegen hat man den Tag jetzt umbenannt, damals von Sabbat in den Saturntag, ne? Saturday, ne? Den Saturntag. Und Saturn ist eine Analogie, ist der letzte damals sichtbare Planet, der 7. Planet gewesen. Und deswegen hat man gesagt, dass der Hüter der Schwelle sozusagen, ja, oder der Hüter der Zeit, Kronos beispielsweise, Chronograph kommt davon her. Und deswegen ist es eine Allegorie für Satan, der letzten Endes dann, logischerweise dann am Ende der ganzen Kette steht, ne? Von der Geburt bis zum Tod, und er ist halt eine Analogie für den Tod. Oder der Herr der Ringe, weil angeblich hat der Saturn ja Ringe da drum, ne? Also, oder Eidenring hat. Ja, super. Ja, genau das ist es, Stefanie, genau. Und man setzt den Herrn Kennedy heutzutage ein Denkmal und nicht nur eins, wo die Leute dann Kerzen anzünden, wie man das alles so macht in der katholischen Kirche, denn der ist nach wie vor Katholik gewesen. Also zumindest viele Leute Katholik gewesen. Ich glaube, er hat dann immer so mehr Zweifel gekriegt, ob dann alles so richtig ist, aber er heutzutage kann dann leider nicht mehr umentscheiden. Und wir sind auch nicht befugt, da jetzt irgendetwas zu vermuten, aber halt nochmal, schwarze Quader und so weiter ist eine Analogie für Satan. Ne? Und heutzutage hat man jetzt den Kennedy in Satan Viereck eingesperrt, ne? Da liegt dann unten drunter so eine schwarze Gedenktafel. Hier muss sich jeder reinquetschen, ja, und ist dann umgeben von, ja, wie man so will, also als wenn die Wände auf einen zukommen. Also das sieht nicht freundlich aus hier, oder, Stefanie? Jörg, sieht das irgendwie nett aus? Ich glaube nicht. Nein, tut's nicht. Ne? Ja, heutzutage, ihm wird überall gehuldigt. Ja? Überall. In Israel und, Australia erinnert sich an den Herrn Kennedy. Ja, Herr Kennedy war so, am besten noch mit Kerzen und so weiter. Alles babylonisch, ne? Alles babylonisch, ist alles dasselbe. Und selbst hier, im Kennedy Space Center, mit diesem Phallus-Symbolen, die ja kaum einer als solcher wiedererkennt, ja, da haben wir jetzt hier richtige künstlerische Ornamente mit dem Herrn Kennedy. Ja, der dann auch jetzt hier zitiert wird mit seinen Reden über die Raumfahrt, wovon der Herr Kennedy überhaupt keinen Plan hatte, denn er hat ja seine Berater. Ne? Das sieht doch alles toll aus, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wird da ein Aufwand getrieben, nur um den Herrn Kennedy jetzt in ein gewisses Licht zu rücken, ne? Ja, das Kennedy Space Center, ne? Und jetzt guckt euch mal die Dame an, die jetzt hier sagt, hey, ne, finde ich cool. Ja, ja. Heißt natürlich, ich rufe dich an, ne? Ist auch klar, ja, sicher. Muss man alles glauben. Hier sitzt der Kennedy mit dem Herrn Lyndon B. Johnson, der jetzt da schon auf seinen Einsatz wartet, mit dem Herrn von Braun zusammen, Entschuldigung, und hat dann hier jetzt da schon, hört sich jetzt hier gespannt im Alter von etwas über 40 Jahren die Erläuterung an. Ne? Ist dann da im Mercury Control Center, ne? Im Haupteingang, ne? Also im Merkur-Kontrollzentrum. Ne? Merkur ist der Gott in der römischen Religion. Ja, sein Name hat mit Ware zu tun und ist derselbe wie der griechische Hermes. Er galt als Götterbote und ist der Gott der Händler und Diebe, der Mercurius. In den keltischen und germanischen, also hier bei uns, wuchs die Verehrung von Merkur zunehmend und wurde sogar stärker als in Rom selbst. Also so bekloppt waren die Leute damals schon, dass die irgendwelche heidnischen Götter genommen haben, geglaubt haben und dann ja selbst dann halt auch dran gebetet haben. Unglaublich. Die Figur des Merkurs im Übrigen hat mit zu tun mit Schlangenstab, also hat mit lauteren Geschäften dann wenig zu tun. Köcher über der rechten Schulter, Rest eines Geldsacks in der rechten Hand, ja, oder hier umhängend, und an den Füßen geflügelte Schuhe. Ich habe gedacht, Moment, wenn das mit Flügeln am Helm zu tun hat, ne, guckt euch mal den Asterix an.
Der ist nämlich pfiffig. Der Gott des Handels und so weiter, der ist pfiffig, der Asterix, ne? Also Asterix könnte auch eine Allegorie sein für den Merkur. Was hat das jetzt mit dem Schoolbook-Depositorium zu tun? Ach, guck mal, Merkur überall im 500-Dingsschein hier, ob das jetzt Lire ist oder Euro, wissen wir, ist völlig egal. Lire ist und so weiter, Cinquecento, hat nicht nur mit Fiat zu tun. Das ist nochmal der Kerl. Ja, und ihr habt überall die Pentagramme und so weiter. Kennedy Space Center, alles ganz toll. Alles dem Herrn Kennedy gewidmet, ne? Genau. Was hat das mit dem Texas Schoolbook Depositorium zu tun? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr euch die Kabbala anguckt, dann habt ihr genau auf dieser Straße des Judgment, was ihr hier seht, ich weiß nicht, ob das jetzt noch größer geht. Ne, muss ich ein bisschen größer machen hier. Auf der Straße des Judgment jetzt hier, Judgment hier, ne? Shin 300, wir erinnern uns, wo es hier jetzt so der Triple Enderpass geht, habt ihr genau den Merkur hier stehen. Und Merkur steht in der Astrologie für Wissen oder für Kommunikation und Lehren. Ja, und damit habt ihr genau das Texas Schoolbook Depositorium, denn die Schüler kriegen das dann gesprochen, Merkur steht auch für Sprache, Kommunikation, kriegen das Wissen dann gelehrt, das Texas Schoolbook Depositorium. Das heißt, die haben selbst diese Position, dieses Texas Schoolbook Depositorium, kurz vor dem Anschlag auf Kennedy für ihren kabbalistischen Baum angepasst. Das ist zumindest meine Arbeitshypothese, die ich dazu habe. Hier habt ihr Sun, hier habt ihr den Obelisken stehen und hier habt ihr wisst ja selber, wenn ihr aus dem Fenster guckt, dann habt ihr den Obelisken schon fast vor der Nase. Ne? Also das ist dann hier die Station Mercury, Merkur. Und damit der Händler, und wir sind ja bei dem Texas Schoolbook Depositorium bei einem Unternehmen, bei einer Firma gewesen, die eben dann hier Schulbücher jetzt hier vertrieben hat. Und ich denke mal so, dass der Anschlag auf Kennedy, wenn man so will, schulbuchmäßig dann da durchgezogen wurde. Und jetzt machen wir zum Abschluss noch 10 Minuten der geopferte König. Dealey Plaza, das ist die Dokumentation von William Cooper, Behold the Pale Horse, Kennedy, der geopferte König. Er sagt jetzt hier, dass die Fraternal Lodge, die jetzt hier in dem Dealey Plaza jetzt hier benannt worden ist, natürlich dann ja eine Freimaurerloge ist und eben kein Hinterhofspielverein, sondern dass dieser Punkt halt einfach neuralgisch ist eben für den Ritus. Und das ist eine Freimaurerloge. Und bei Loge fallen mir die Jungs ein, die ihr immer total unterschätzt von der. Kennst du die Serie, Stefanie? Oder Jörg? Die große Muppet Show. Die Muppet Show, genau. Ja, jetzt könnte Ich man der komme jetzt nicht Muppet. mehr auf den Namen der beiden, aber. Statler und Waldorf. Ja, Waldorf könnte Waldorf etwas mit dem. Astoria Hotel, ja. Ja, genau, ganz genau. Ja, und da man jetzt hier in dieser Muppet-Show jetzt so ganz prominent eine Loge dauernd einblendet, könnte es auch sein, dass die Muppets irgendetwas mit der Freimaurerei zu tun haben. Ist ja nun meine Ja, guck Idee. mal, im Hintergrund ist doch auch ein Dreieck, ne? Ja. Ja, und das ist halt alles Ein so. Zufall. Alles Zufälle, natürlich, ja klar. Ja? Das sind alles Zufälle, ne? Genau wie jetzt hier beispielsweise in dem Film von unserem Jesuitenschüler Alfred Hitchcock in den 39 Stufen, genau der Mord passiert in der Loge, ja? In einem Theater. Ja, da schießt man von der Loge, eben von hier oben, genau wie bei Abraham Lincoln, schießt man in der Loge oder von der Loge aus, in dem Moment jetzt hier auf die Bühne. Das ist in dem Film die 39 Stufen. Die 39 Stufen werden in diesem Film von Hitchcock, den ich übrigens für ganz hervorragend halte, von 1935, bezeichnet als eine Geheimorganisation, die militärische Geheimnisse stiehlt und verhökert. Eine Geheimorganisation. Das ist ja interessant. Und der William Cooper betitelt natürlich jetzt auch die Wavern hier, diese drachenförmigen Sachen hier auf dem Old Dragon. Er sagt natürlich genau hier, dass es eben Osiris ist oder Sonne und Mond sozusagen, also die Reflexion. In unserem Schulbuchsystem wird ja auch benutzt und behandelt und behauptet, dass der Mond das Licht der Sonne reflektiert. Da habt ihr auch mal eine Idee dazu, ne? Und weiblich ist, hat immer mit Wasser zu tun und männlich mit Feuer. 39 Stufen ist ja auch, da mal kurz darauf zurück, wir haben auch kabbalistisch in der Sprache, ne? Ja. 39, 3 mal 13, Quersumme 12. Ja, und überhaupt Stufen, ne? Genau wie in einem Tempel oder genau wie halt in der Hierarchie, in der Pyramide, ne? Oder in der Loge, ne? Ja, genau. Ja, und es hat auch noch mehrere Gründe. Der männliche Part ist letzten Endes die Doktrin, also der Lehrinhalt, und der weibliche ist die Kirche, die das dann eben reflektiert und weitergibt, ne? Und deswegen haben wir natürlich jetzt auch immer die Geschichte zwischen aktiv und passiv zum Beispiel, ne? Der aktiv ist immer die Doktrin, die man rausgibt und die dann umgesetzt wird in der Kirche. Die wird dann gepredigt oder die wird dann von den Leuten eingehalten. Das ist der passive Gehorsam sozusagen des aktiven Prinzips.
Ja, deswegen hat man das halt eben als Doktrin und Kirche, ne? Sagt er auch ganz richtig. Ne? Und er hat, sagt auch ganz richtig, dass Kennedy eben nicht ermordet worden ist durch irgendjemand, der eben hinter diesem Grassy Knoll gestanden hat. Warum das nicht sein kann, werde ich bald benennen, aber nicht jetzt. Und deswegen, er hat es dann mit der Kamera nachgestellt, aber letzten Endes kann das auch nicht sein. Und ihr seht also jetzt hier beispielsweise drei Zahlensymbolik jetzt hier auf dem Platz. Und er sagt ganz richtig, dass es da Ablenkungsmanöver gegeben hat. Natürlich ist das ein ganz altes VHS oder was weiß ich, Video, ja, das, aber das ist egal. Das Problem ist, die Leute werden abgelenkt, beispielsweise hier von den Schüssen, die angeblich dann von dem Grashügel kamen. Denn es ist so offensichtlich gewesen, dass man versucht hat, Menschen in gewisse Fehlschlüsse zu verleiten, weil einfach beispielsweise da zu dick aufgetragen worden ist. Ne? Wenn ich also irgendwelche Schüsse absondere auf einen Präsidenten, dann will ich ja in der Regel nicht erkannt werden. Dann laufe ich weder weg von einem Schoolbook Depositorium als einziger, noch habe ich dann hier eine riesen Rauchfontäne irgendwo, damit dann alle Leute irgendwie entweder sagen, von da haben wir geschossen oder halt am besten noch zu dem Hügel rennen. Also von daher könnt ihr das alles dem Hasen geben. Ihr habt ja so viele Informationen und Desinformationen drin, ja, dass ihr wirklich euch ganz genau an den Inhalt halten müsst, überhaupt einigermaßen durchzublicken, geschweige denn irgendetwas aufklären zu wollen nach 60 Jahren, wo alle möglichen Unterlagen jetzt an dem Tag auch noch verschwunden sind oder halt nicht mehr zugänglich sind oder bis heute von der amerikanischen Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit eben unter Verschluss gehalten werden. Das ist eben genau, dass Kennedy halt einfach aus dem Weg geräumt wurde, das ist ganz klar. Was ist denn die nationale Sicherheit, die bedroht ist, wenn sie die Papiere freigeben würden? Dann die Regierung würde gestürzt werden. Genau, genau. Ja, wenn die Leute wüssten, was meinen Sie, was los wäre, wenn die Leute begreifen würden, was los ist, hat, glaube ich, mal Volker Pispers oder irgendjemand gesagt. Ja, aber ich glaube, dass die Leute, also die, nicht unsere Zuschauer, sondern die Leute generell, Jörg, ich glaube, dass sie gar nicht mehr begreifen können, weil sie das ganze Hintergrundwissen fehlt. Die meisten würden sich noch einen Sack Chips holen. Ja, wahrscheinlich. Die würden das für einen Film halten oder so, ne? Ja. Und deswegen beispielsweise auch hier die Anordnung der ganzen Straßenlaternen, die sind also ein Dreieck, also das ist gar nicht der Straßenverlauf angepasst. Und er hat gesagt, also dieser Symbol des Obeliskes hier ist der Penis von Osiris, der ist jetzt hier natürlich falsch übersetzt durch einen automatischen Übersetzer mit dieser Flamme oben drauf, hat er natürlich auch vollkommen recht. Hier habt ihr noch die alte Form der Fenster, die auch wieder eine weibliche ist, die Verrundung, ne? Die Ark. Und er hat gesagt, dass es hier in den Säulen auch noch Pentagramme gäbe, aber die konnte ich aufgrund der Qualität und aufgrund des im Restauration befindlichen Gebäudes eben dann nicht entdecken. Ne? Und er hat gesagt, also Pentagramme sind sehr signifikant in den Mysterienschulen. Klar, das ist die direkte Symbolisierung Satans oder Luzifers, was ja ein und dasselbe Wesen ist. Deswegen hat er gesagt, dann geht er mal in eure Bücherei und guckt das mal an. Ich glaube aber heutzutage, dass kaum noch jemand in die Bücherei geht, wenn er nicht gerade Gerald heißt. Anscheinend ist Bücherei auch irgendwie so ein Ort, wo ja ganz, ganz viele Bakterien lauern. Keiner Spaß, ne? Ja, deswegen kennen die Leute sich mit Symboliken nicht mehr aus, ne? Und und genau dieselbe Geschichte. Und ich habe das damals schon gesehen, bevor ich den William Cooper gesehen habe, auch gesagt, ja, das ist komisch, dass genau die Pyramide da auftaucht, ne? Das ist eben kein Zufall. Das gibt überhaupt keinen Zufall hier irgendwo. Es gibt gar keinen Zufall in dieser ganzen Kennedy-Geschichte. Nämlich, das sind die 14 Stufen. Da braucht die jetzt Stefanie auch nicht zu zählen, weil das wissen wir schon. Und das ist auch zu schlecht von der Auflösung hier. Das sind die 14 Teile, die eben der Herr Typhoon, oder auch Set genannt, eben den Osiris dann gehackt hat in 14 Stücke. Und dann hat er das über Land verstreut und die Isis hat dann wieder alles eingesammelt, bis auf irgendein bestes Stück. Ne? Und das ist eben dann der Phallus oder der Penis von Osiris, der eigentlich der Penis von Nimrod ist. Wir erinnern uns eingangs der Sendung an diesen großen Wolkenkratzer, der jetzt gebaut wird mit den hängenden Gärten von Semiramis. Oh, Leute, bloß nicht Babylon und bloß nicht Nimrod erwähnen, ne? Immer schön drumherum. Ach ja, ne? Freimaurerei, sagt er, ist die Repräsentation der Sonne oder des Lichts oder Luzifer, dem Lichtträger und so weiter, auf jeden Fall dem Gegenspieler Gottes, ganz klar. Und eben dieser Phallus aus Gold und so weiter, der hat dann eben beispielsweise den Ersatzcharakter des vermissten 14. Teils von Osiris. Ne? Und es gibt noch ekeliger. Denn es gibt wirklich Menschen, die also gleichzeitig behaupten, Christen zu sein und dann also trotzdem irgendwelche anderen heidnischen und mystischen Gegenstände dann irgendwie dann halt verehren. Das ist natürlich die Verehrung des Menschen. Ne? Wenn ich ein Phallus-Symbol verehre, dann verehre ich ja einen Teil eines Menschen und nicht Gott. Das ist ja auch ganz klar. Ne? Ja, und deswegen gibt es also viele Mysterienschulen, die also dann eben vor einem Penissymbol niederknien. Denkt doch mal bitte schön an dieses Symbol auf dem Petersplatz. Ne? Da gibt es tausende von Gläubigen, die da vorstehen und die dann da beten. In der Mitte steht ein Phallus-Symbol.
Ja, ob die das jetzt bewusst machen oder nicht, spielt das gar nicht die Rolle, aber sie stehen dann da und beten und da ist ein Phallus in der Ecke. Ja, also das. Und hier pilgern, nochmal, hier pilgern jedes Jahr angeblich eine 500.000 hin. Und von dieser 500.000, wie viele wissen denn da um die wirklichen Gegebenheiten dieses Anschlages? Ja, Osiris ist natürlich ein Lügner heutzutage der Herr der Unterwelt, der nie existiert hat. Das heißt, man verehrt jetzt hier irgendwelche Götzen aus Stein, die niemals gelebt haben. Ja, das sind alles Manipulatoren, das sind natürlich alles, hat mit Wahrheit nichts zu tun. Ja, diese Menschen, die das halt aufrichten, das sind halt die größten Manipulatoren, die man überhaupt sich vorstellen kann, weil die verleiten natürlich alle Leute, eben nicht ins ewige Leben zu kommen, in Jesus Christus zu glauben, sondern alle möglichen Ableckungsmanöver zu machen. Und ich hoffe nicht, dass diese Sendung als ein Ableckungsmanöver gesehen wird, sondern besser gesagt als ein Aufklärungsvideo. Und er sagt jetzt hier eine sehr, sehr interessante Geschichte zum Schluss. Bitte, bitte erinnert euch an die Signifikanz des Phallus-Symbols, als Jim Garrison, der Bezirksstaatsanwalt damals, einer der Verdächtigen aus diesem Attentatsanschlag, dann eben Clay Shaw verhaftet hat und so weiter, haben sie sein Heim durchsucht und das ist, was sie eben gefunden haben, waren Marmorstatuen, ja, von Penissen. Ja. Und da habt ihr da beispielsweise auch bitteschön noch die absolute Verbindung zu dem Dealey Plaza. Ich kann das jetzt hier nicht evaluieren, ja, aber das ist ja schon mal auch wieder so einer der Zufälle in dieser Reihe, über diese Sendung, über die ganzen Zufälle hier in dem Kennedy-Attentat. Ne? Wie gesagt, die richtigen, interessanten Dinge, die werden euch die Dokumentationen und die offiziellen Berichte nicht sagen. Da wird dieses Wort Freimaurerei, Ritual, Tempel und so weiter, wird da nicht benutzt. Ja, definitiv nicht. Obwohl genau die Insignien dieser Mysterienreligion, angeblich aus Ägypten, aber eigentlich aus Babylon, genau vor der Nase stehen. Und hier genau, wo der Zeitpunkt oder der Ort des Anschlages war, genau der Hochgrad Freimaurer Abraham Sapruder nicht zufällig steht. Der kennt doch als Freimaurer, wenn er da schon vor allen Dingen hier in einem der Gebäude arbeitet, im Deltex-Building, der kennt doch genau die Signifikanz dieses Platzes als 32 Grad Freimaurer. Also wusste er doch ganz genau, wo der Kennedy laut ihrem Ritual hätte ermordet werden müssen. Selbst wenn es ihm keiner gesagt hätte, dann ist der Hochgrad Freimaurer. Da geht er natürlich direkt zu dem Platz hin, wo er sagt, A, ich habe den besten Ausblick und B, da wird es passieren. Also hatte der Mann doch Vorwissen. Ob er dieses Vorwissen jetzt hatte von seinem Vorgesetzten, ob der jetzt J. Edgar Hoover hieß oder Lyndon B. Johnson oder wie auch immer, spielt doch gar keine Rolle. Aber er hatte dieses Vorwissen, weil er initiiert, weil er eingeweiht war, weil er wusste, dass das ein Tempel war. Und deswegen hat er sich genau dahingestellt. Und der Mann hat aufgrund dieser Geschichte gut verdient auch. Obwohl sein Film jahrelang nicht gezeigt worden ist. Ja, da muss man sich mal vorstellen. Ja? Die Leute sind doch nicht dumm. Die wissen doch genau, was sie tun oder was sie zu tun haben. Nur die anderen, die halten das alles für einen Zufall. Wenn ihr in die deutsche Wikipedia geht, da wird euch erzählt, ja, der hat zufällig, hat er da Aufnahmen gemacht. Aber ihr werdet in der deutschen Wikipedia eben weder die Wahrheit finden, noch werdet ihr die Aussage finden, dass es ein Freimaurerritual gewesen ist. Aber wie oft soll jetzt die Stefanie noch Stufen und Fenster und Zahlen zusammenzählen, bevor dann mal wirklich der Letzte aufwacht und merkt, dass diese Welt eben durch Geheimgesellschaften gelenkt und geleitet wird und jeder, der da ausschert und sagt, es gibt eine monolithische Verschwörung und das ist eben nicht mit einem Rechtsstaat und einer Demokratie vereinbar, dass irgendetwas im Geheimen geschieht, der wird eben um die Ecke gebracht, wie jetzt hier der Herr Kennedy um die Ecke und dann um die Ecke gebracht worden ist und dann in einem Ritual einfach ums Leben gekommen ist. Und zwar nicht von diesem Standort. Das hat ganz andere Hintergründe. Hier habt ihr einer dieser unglaublich voluminösen Kartons. Ja? Ja, und hier habt ihr auch direkt den Baum, den man immer noch sieht, der also dann letzten Endes nur für eine kurze Zeitspanne dem Schützen überhaupt ein Schussfeld ermöglicht von einem Ziel, was sich von ihm wegbewegt. Und das kann man nur erklären, indem man weiß, wie dieses Ritual hier funktioniert hat in dieser Dealey Plaza. Nochmal, ja, ihr habt immer irgendwelche Hindernisse hier stehen. Und diese Hindernisse heißen Bäume. Und das macht alles keinen Sinn. Aber es macht erst dann Sinn, wenn man weiß, dass das Texas Schoolbook Depositorium genau dafür eingerichtet worden ist, um den Menschen die Illusion zu geben, dass von da aus der Herr Kennedy umgebracht worden sei, aus einem Freimaurerfenster, in einem Freimaurertempel, in einem Freimaurerbezirk und so weiter. Das ist der ganze Hintergrund. Das sehen die normalen Angestellten nicht, die jeden Tag hier von 9 bis 5 durch diese Unterführung fahren und sagen, ach, ich bin froh, dass ich auf der Commerce Street bin, da komme ich schnell nach Hause.
Das sehen die doch alle nicht. Das sehen doch die ganzen Touristen nicht, die letzten Endes nur da mal gewesen sein wollen, wo ihr Idol, der letzten Endes seine Reden auch gar nicht selber geschrieben hat und letzten Endes nur eine Identifikationsfigur gewesen ist für Menschen, die gesagt haben, ich wähle jemanden, der meinen Traum verwirklichen soll. Aber die haben niemanden gewählt, und hier ist er noch Sekunden vor dem Anschlag, die haben niemanden gewählt, der weder der mächtigste Mensch der Welt gewesen ist, der hatte nämlich noch nicht mal Schutz zu diesem Zeitpunkt, noch haben die jemanden gewählt, der wirklich an Jesus Christus und so weiter alles dann da geglaubt hat, denn er war zeitlebens zumindest offiziell Katholik, beziehungsweise hatte sogar eine jesuitische Bibel. Also auch dieser Mensch, selbst wenn er gelebt hätte, ist meine Vermutung, der hätte nicht den Weltfrieden bringen können, denn das wäre ein Verstoß gegen erstes Buch Samuel 8, wo letzten Endes alle heidnischen Könige, und solch einer war er, letzten Endes dann da nicht von Gott eingesetzt worden sind, sondern von den Menschen, um halt genau dann über die Menschen zu bestimmen, wie die Heiden. Und Heiden wollen natürlich von Menschen regiert werden, die also genau auch dieselben Heiden sind, deswegen werden die auch gewählt. Und hier seht ihr irgendwelche anderen Menschen, die jetzt eben offizielle Beweise hier einsammeln und zum großen Teil eben vernichten. Und deswegen müsst ihr die Sachen von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Dann sieht man nämlich beispielsweise dann auch, dass verschiedene Dinge hier gemacht worden sind, die eben überhaupt keinen Sinn ergeben, außer wenn der Präsident tatsächlich ums Leben kommen sollte. Da kommen wir noch ganz explizit drauf zu sprechen. Deswegen ist das jetzt hier der Abschluss dieser Serie über das wahrscheinlich das Texas School Book Depositorium und die Signifikanz dieses Gebäudes. Aber dieses X markiert natürlich jetzt hier genau den Punkt, den Spot, wo der Herr Kennedy seine letzten Sekunden verleben durfte. Und das ist ausgerechnet an dieser Straße in diesem Tempel. Und damit hat eben auch dieses Texas School Book Depositorium von diesem Fenster eben auch seine Schuldigkeit getan. Es geht hier nicht um Fakten, es geht hier um eine Religion. Es geht hier um den Glauben der Menschen, dass es genauso passiert wäre wie die Medien, die letzten Endes nichts anderes sind als Priester. Medien kommen von Medo und von Medien, Medo-Persia, das sind die Priester und so weiter, ein priesterlicher Stamm und so weiter. Das hat damit zu tun, dass das die Ersatzreligion der Menschen ist, die an nichts glauben, zumindest nicht an die Wahrheit glauben. Die glauben dann den offiziellen Verlautbarungen, obwohl die sich überall widersprechen und obwohl man sogar simple Symbolik benutzen kann, um diesen Platz hier in seine Einzelteile zu zerlegen, was wir in der nächsten Folge machen werden. Und dann sehen wir ein Attentat auf Kennedy in einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich in dem Blickwinkel, wo wir dann plötzlich dann sagen können, meine Güte, das sieht ja eigentlich ein Blinder, mit einem Krückstock sagt man immer in Deutsch, aber das sieht ja eigentlich dann wirklich jeder, der sich mit diesem ganzen Platz beschäftigt, dass das eben kein Zufall gewesen ist. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass der Herr Oswald eben bei der CIA gearbeitet hat und für das FBI und für was weiß ich noch alles, ja, und dann hat er da die Aktion angeblich gemacht, dann können wir letzten Endes eins dann wirklich jetzt hier zum Abschluss sagen. Ich glaube, dass der einzig Ehrliche in diesem ganzen Attentatsfall der Herr Oswald gewesen ist, der gesagt hat, ich bin nur ein Sündenbock und ich habe überhaupt niemanden erschossen. Denn da ist was ganz anderes passiert. Das ist einfach der Unterschied zwischen dem, was die Menschen glauben sollen und zwischen dem, was die Eingeweihten wissen. Und wir versuchen uns da ranzuwursteln, sage ich jetzt mal, dass wir dann irgendwann wissen, wie die das gemacht haben. Und das letzten Endes ist genau wie die Situation heutzutage, wo Menschen ganz wenig wissen, aber umso mehr glauben. Und mit diesem Bild gebe ich jetzt ab an meine beiden Co-Moderatoren, die jetzt die ganze Zeit mit ihren Hufen scharren. Tut mir leid, wenn ich wieder so viel geredet habe. Ich hoffe aber, dass es da insgesamt vom Content interessant genug war, um damit eine Sendung zu füllen und dass man dann wirklich sieht, dass es in diesem Fall von Kennedy null Zufälle gibt. Und damit könnt ihr euch jetzt untereinander absprechen, wer jetzt zuerst loslegt. Ich bedanke mich für die Treue und für die Aufmerksamkeit, für die Zeit und ich hoffe, dass ich auch weiterhin von Diensten sein kann, wenn man dann wirklich mal versucht, diese ganze Geschichte aus dem Blickwinkel zu sehen, dass Menschen hier einer falschen Religion aufgesessen sind und eben nichts mit Tatsachen zu tun hat. Vielen Dank und Maranatha. Wie die Sendung davor auch, sehr interessant. Ich will jetzt gar nicht große Worte machen, weil die hast du schon während der Sendung mehr als genug gemacht. Aber ich denke, das Video von heute ist so eins, das sollte man sich 2-3 Mal anschauen, bevor man all die Details auch wirklich begriffen hat und sich, bevor man es wirklich richtig verstanden hat, wie es eigentlich sein soll. Sonst tappt man immer weiter im Dunkeln. Und das ist natürlich auch genau das, was die wollen. Darum richten sie Geheimgesellschaften auf, die uns nur teilweise die Kenntnis geben, was bei ihnen tatsächlich abläuft. Deswegen sind es ja Geheimgesellschaften. Und dann gibt es immer einige Leute, die kommen da raus und erzählen da, was in diesen Geheimgesellschaften abläuft. Aber inwieweit kann man denen eigentlich glauben? Weil die sind ja selbst Eiden, Schwüren, Versprechen
unterworfen bis zum Tode, um eben darüber zu schweigen. So ein Ritual, wie es hier abgelaufen ist, lässt sich dann am besten verstehen, wenn man eben diese ganzen Schritte wirklich zerlegt in ihre Einzelteile. Und wenn man wirklich mal versteht, dass wir zwar das Wort Zufall sagen, aber dass Zufall eben nicht heißt, dass etwas aus heiterem Himmel passiert, einfach so, ohne vorbedachten Grund, sondern dass es einem zufällt. Und es fällt einem zu, weil jemand es mir gibt. Ja? Und ich finde das Wort Zufall inzwischen in der Hinsicht sehr interessant, weil dadurch wird mir gegeben, und dann ist immer die Frage, wer gibt, ja, und ich denke, in diesem Fall ist das unser Herr, der uns Dinge gibt, Verständnis gibt, Weisheit gibt und eben auch den Intellekt gibt, um diese Dinge zu studieren und zu verstehen und dann durchzuschauen und dadurch andere Menschen zu warnen, weil solche Dinge wiederholen sich immer wieder mal. Ne? Ich meine, wir hatten hier jetzt Dealey Plaza und JFK als Ritual, aber wir haben ja auch 9-11, das Mega-Ritual und noch, wahrscheinlich noch andere Rituale. Ich habe niemals dabei stillgestanden, was für ein Ritual vielleicht der Angriff von Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Das kann auch ein bestimmtes Ritual gewesen sein, nur eben unter anderen Voraussetzungen. Um kurz zusammenzufassen, was ich aus dieser Sendung hier verstanden habe, wir merken, wenn man das so aufbaut, dass sehr viel Zahlenkenntnis dahinter steht, sehr viel heidnische Götterkenntnis dahinter steht. Und das ist zwar interessant, aber ich als Christ, ich beschäftige mich eigentlich mehr mit dem Gott der Bibel als mit den heidnischen Göttern. Ich weiß, dass es sie gibt und oder ihn gibt, weil er ist dann ja gerne eine Pluralität, um sich in vielen Formen den Menschen darzustellen und vergöttert zu werden, angebetet zu werden. Aber es geht immer um diesen einen Schlechten. Und im Grunde ist genau diese ganze Serie auch nur dafür da, um den Menschen deutlich zu machen, dass wir in einen Kampf verwickelt sind, in einen Krieg verwickelt sind. Ja, das Wort Krieg ist ganz bewusst gewählt, wo das Gute gegen das Böse kämpft und wo wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, wie sie hier auf dieser Erde uns immer weismachen wollen, mit ihren Kriegen, wie zum Beispiel in der Ukraine, sondern dass wir auf einer mentalen, auf einer geistigen Basis kämpfen, auf einem spirituellen Krieg kämpfen. Und das wird eigentlich mit solchen Ritualen hier auch, denke ich, ganz gut gezeigt, weil schließlich werden all diese Waffen gegen die eine Person, in diesem Fall JFK, angewendet. Ja, das, denke ich, ist ein schönes Schlusswort für mich. Gut, dann sage ich auch noch mal ein paar Sachen. Also ich muss sagen, ich bin persönlich immer wieder sehr, sehr platt, wie viel man hier eigentlich lernt. Also ich selber habe noch nicht die tiefen Einblicke und ich sitze immer mit offener Kinnlade da und staune einfach nur, auf welche Details man hier überall achten muss, um das alles wirklich verstehen zu können. Ich verstehe wahrscheinlich nicht mal ein Hundertstel, nicht mal ein Tausendstel von dem, was ihr versteht. Und es ist einfach nur eine Faszination, hier zuzuschauen und einfach zu sehen, wie all diese sogenannten Zufälle einfach nicht mehr zufällig sein können, wie sich das alles miteinander verbindet, wie viele Menschen mit drin stecken, was alles drin steckt, welche Lokalität da drin steckt und wie das aufgebaut ist. Es ist überwältigend für mich. Und gerade wenn man einfach noch nicht viel davon versteht, kommt das wirklich jedes Mal wie eine Bombe. Ich finde es super spannend. Auf jeden Fall, also kein Wort, das gesagt wird, ist zu viel. Und ich kann auch wirklich nur noch mit Plätte jetzt sagen, ich freue mich auf das nächste Mal, auf noch mehr Input und hoffe, dass ich da hinterher komme. Ja, dann vielen Dank euch beiden und ich kann also eins sagen, ich weiß ja, was in der nächsten Sendung voraussichtlich kommt und dann wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher sein. Ich möchte euch auch mehr daran beteiligen und dann werdet ihr, glaube ich, sehr, sehr staunen, wie plötzlich Geschichten ineinander verwoben sind in der amerikanischen Geschichte mit diesem Platz und mit diesem Ritual, die also so gar nicht erst so gar nicht aufscheiden. Ich war selber erstaunt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass es alles miteinander zu tun hat, aber das ist genau eben, was die Geschichte uns lernt, ist eben, dass nichts zufällig passiert, sondern dass alles irgendwo einen tieferen Hintergrund hat und wir kommen da auch nicht mehr raus aus dieser Geschichte. Diese Erde, diese Welt ist also von vornherein gefallen und die ist von vornherein, wenn man so wollen,
jeder Versuch, da jetzt noch irgendetwas zu retten, wäre gegen die Bibel. Ja, man kann letzten Endes nur noch sagen, so, das war's jetzt hier und wir freuen uns auf den Erlöser, wir freuen uns auf die Wahrheit, die endlich kommt. Denn wie Jörg schon richtig sagte am Anfang, die Wahrheit werden wir hier nicht komplett aufdecken können. Dafür gibt es zu viele Menschen, die professionell damit beschäftigt sind, möglichst viele Lügen zu verbreiten und du kommst einfach nicht hinterher. Weil diese Menschen werden dafür bezahlt, jeden Tag nichts anderes zu tun, als Lügen zu verbreiten. Damit meine ich jetzt nicht nur die Journalisten. Und das ist letzten Endes die Aufgabe, die ich mir jetzt hier gestellt habe. Ich habe ja gesagt, ich nehme die Herausforderung an bei Kennedy und mache etwas, was so jetzt, glaube ich, noch zumindest im deutschsprachigen Raum keiner versucht und gewagt hat. Einfach zu sagen, wir gucken uns mal wirklich die Hintergründe an und schauen nämlich dann, wenn wir die ganzen Hintergrundinformationen haben, was dann das noch oder dann noch von der offiziellen Theorie überbleibt. Das ist eigentlich genau dasselbe Spiel, das man jetzt mit der aktuellen Situation 2022 machen könnte. Ja? Wenn man dann wirklich alle Fakten zusammen hat, dann bricht die ganze offizielle Theorie in sich zusammen. Und das ist das, was ich in Kennedy machen möchte, weil wir jetzt mit einem Abstand von 60 Jahren plus minus eine vernünftige Datenbasis haben und selbst bei vielen gelöschten Sachen halt einfach jetzt immer noch genug Material haben, um dann wirklich logisch zu denken. Und dann kommt man da plötzlich auf die Schlüsse, von denen man mit anderen Leuten oder durch andere Leute belächelt wird. Aber im Endeffekt können einem die anderen nur leid tun, weil sie letzten Endes dann wirklich in der Dunkelheit leben. Und deswegen freuen wir uns auf die Wiederkunft von Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird in Ewigkeit nicht in der Dunkelheit wandern, sondern das Licht des Lebens haben. Und deswegen versuchen wir den wirklichen Menschen Jesus Christus und den, der zu Rechten Gottes sitzt, den dann letzten Endes dann halt da irgendwann wieder zu treffen und dann wirklich eben keine einzige Lüge mehr auf der Welt zu haben. Und wenn euch dann mal vorstellt, wie viel dann hier von der Welt noch überbleibt, wenn euch mal guckt, wie jetzt hier alleine schon die Architektur von Dallas aussieht, dann wird es hier, wenn diese Erde weiter existieren würde, unglaublich ruhig werden. Ja. Also vielen Dank euch beiden dabei und ich hoffe wirklich, dass ich euch in der nächsten Sendung halt mehr befeuern kann, die auch wahrscheinlich ein bisschen stressfreier abläuft als diese Sendung, aber vielen Dank, dass ihr beide dabei gewesen seid und mir die Treue haltet. Vielen Dank auch den Zuschauern da draußen. Danke für alles. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.